Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung. Hier ist Radio Deutschland 1. Guten Abend, werte Zuhörer. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Schon wieder zu einer Sondersendung wegen eines Terror-Amoklaufes. Man weiß noch nicht genau, wie man das einsortieren möchte. Wahrscheinlich wird es einsortiert werden müssen in den Bereich rechtsterroristischer Terror. Und heute, vielleicht fasse ich nochmal kurz zusammen, bevor die ersten anrufen. Ihr könnt ja anrufen, ihr wisst es. Unsere Telefonnummer 0651 46 86 3 mal die 3. Ihr könnt eure Meinung sagen, eure Einschätzung sagen. Ich fasse ganz kurz für die, die vielleicht jetzt noch nicht den neuesten Stand haben, zusammen, was ich jetzt hier als Stand habe. Es tut sich ja wahrscheinlich jetzt in den nächsten Stunden und Minuten auch noch einiges. Es gab heute einen Anschlag in Halle, etwa gegen Mittag. Zuerst hieß es, zwei Täter wären auf der Flucht. Es gäbe zwei Tote und zwei Verletzte, die angeblich, oder was heißt angeblich, mit Schussverletzungen ins Krankenhaus gekommen sind. Die Täter wollten eine jüdische Synagoge stürmen. Eine Täter hat versucht, die Tür aufzuschießen. Es wurde angeblich eine Handgranate in den nebenliegenden jüdischen Friedhof geworfen. Es soll wohl auch versucht worden sein, in die Synagoge mit Sprengstoff einzudringen. Heute ist der jüdische Feiertag Yom Kippur. Das soll also damit zusammenhängen. Und der Täter hat es aber nicht geschafft, ist nicht so richtig reingekommen, hat allerdings trotzdem zwei Menschen, wie gesagt, getötet und zwei schwer verletzt. Er war dann auf der, oder die Täter, zu dem Zeitpunkt ging man noch von mehreren Tätern aus, waren schwer bewaffnet, angeblich es hieß Langwaffe, dann hieß es Maschinenpistole, dann gab es ein Video im Internet, wo man gesehen hat, wie er mit einem, ja, ich würde mal sagen, was ist denn das, so eine Art Granatwerfer, mein Eindruck, geschossen hat. Was das genau ist, kann ich nicht sagen, aber so von Art her, so wie ich mich da auskenne, würde ich sagen, das ist so eine Art Granatgeschoss gewesen. Was da geschossen worden ist, vermute ich vielleicht Tränengas, ich habe keine Ahnung, auch man weiß auch nicht genau, wo er hingeschossen hat. Er musste mir einzeln nachladen. Der Täter war gut vorbereitet, er trug Helm, er trug eine Tarnkleidung, er war wohl auch in gewisser Weise gepanzert. Dann ist er allerdings geflüchtet, zu dem Zeitpunkt immer noch, bis eigentlich so, glaube ich, jetzt bis etwa kurz 18.30 Uhr war man der Meinung, es sind mehrere Täter unterwegs. Man hat viele Städte, Örtchen abgeriegelt, einschließlich Halle, dann noch verschiedene kleine andere Örtchen. Es gab wohl dann auch noch einen Schutzwechsel im ländlichen Bereich um Halle herum. Da gab es die Ortschaft Landsberg, die immer wieder genannt worden ist. Eine Ortschaft namens Widersdorf wurde komplett abgeriegelt. Dann kam die Meldung, dass der Täter sich ein Taxi gekapert haben soll. Er soll es wohl bestellt haben, dann den Taxifahrer beschossen haben. Der wurde leicht verletzt, kam ins Krankenhaus. Der ist dann mit dem Taxi wohl weiter geflüchtet. Auf der Flucht soll es einen Unfall gegeben haben, entweder vor dem Taxikapern oder danach. Dabei wurde der Täter wohl auch verletzt und diesen Täter hat man dann festgenommen. Und inzwischen weiß man, dass es ein Einzeltäter war. Das ist jetzt die Aussage, ein Deutscher. Es gibt jetzt die Meldung, dass er 27 Jahre alt sein soll. Und somit ganz klar erstmal Entwarnung. Die Alarmstufe in Halle ist aufgehoben worden. Und es gab allerdings heute auch in den späten Abendstunden zahlreiche Fake-Meldungen, die wohl irgendwelche Spinner wahrscheinlich über Facebook verbreitet haben. Mir wurden etliche Sprachnachrichten zugespielt, dass es wohl auch in Leipzig Vorfälle gegeben haben soll, dass dort jemand Autos gekapert hat und schießend durch die Stadt gefahren ist mit mehreren Toten. Das scheint also alles Fake News zu sein oder von irgendwelchen Spinnern verbreitet worden zu sein. Und
Ja, und jetzt kommt die schlechte Nachricht noch hinterher, die besonders schlechte Nachricht natürlich. Jetzt wird das Ganze natürlich sich wahrscheinlich herausstellen als rechter Terror. Das bedeutet, wir werden jetzt in den nächsten Monaten wieder von den Mainstream-Medien eine ellenlange Orgie hören. Rechter Terror muss bekämpft werden, ganz schrecklich. AfD muss verboten werden und, und. Da erwartet uns jetzt dieses gleiche Geschisse sozusagen wieder. Da müssen wir durch. Jetzt auch vor den Thüringen-Wahlen sicherlich sehr, sehr schwierig. Und ich möchte gerne wissen, wie schätzt ihr die Situation ein? Was habt ihr heute alles gehört? Und wenn jemand neueste Informationen hat, kann er natürlich auch gerne anrufen und die gleich hier durchgeben, soweit ihm das möglich ist. Nochmal unsere Telefonnummer 0651 46863, mal die 3, immer schön lange klingeln lassen. Dann kommt auch jeder dran. Und der erste Anrufer, der wartet schon. Es ist die Jessica. Hallo Jessica, guten Abend. Guten Abend, Alex. Ja, Jessica. Ja, ich habe nicht viel davon mitbekommen, aber habe das gerade bei Martin Sellner gesehen. Es ist ein rechtsextremer Terroranschlag. Muss man von ausgehen, ja. Mhm. Gut, es ist natürlich schon merkwürdig, jetzt hatten wir das mit dem LKW, ja. Nur dieser Terroranschlag. Ja. Also zwei Gegensätze quasi. Und ja, da macht man sich schon ein paar Gedanken, oder? Wie siehst du das? Ich meine, es ging noch zuerst, wie ich gehört habe, gegen eine Synagoge. Genau. Ja. Und dann war das, dann haben die das nicht geschafft oder so. Und dann sind die dann, was hat Martin gesagt, zu so einem Dönerladen oder was da gewesen ist, ne? Genau, da ist jemand einer erschossen worden, genau, ja. Ja. Gut, ich vermute jetzt, das wird jetzt, wie du schon gerade sagtest, uns ellenlang hinterherhängen. Mhm. Aber womit das zu tun hat, es ist merkwürdig, zwei Terroranschläge so nah hintereinander, macht Angst, das ist ganz klar. Ja, aber es gibt natürlich jetzt auch schon leider wieder Spinner im Internet, die behaupten, dieser Anschlag wäre jetzt inszeniert und wäre nur, um abzulenken vor dem LKW-Anschlag. Ja, also es kommt natürlich jetzt wieder der ganze Quatsch, den man schon immer so hört, kommt natürlich jetzt wieder rausgekrochen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Mhm. Und also ich glaube jetzt nicht, dass das ist ja nicht inszeniert worden. Das ist doch Quatsch. Da ist irgendeiner durchgeknallt, aber richtig durchgeknallt. Mhm. Und ich vermute ganz einfach mal, dass das ja ein Verrückter war. Ja. Weil es war ja... Ja gut, jetzt kommt wieder die verrückte Theorie, die will ich ja jetzt gar nicht hören. Natürlich, alle Täter sind verrückt, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, ja? Ja, eben, genau. Also das Fahrzeug war wohl ein Mietfahrzeug, was er schon ein paar Tage vorher gemietet hat. Also das war jetzt verrückt, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, weil der hatte schon anscheinend genau geplant gehabt. Aber das Problem ist ja, dass die jüdische Gemeinde eigentlich viel mehr jetzt durch die Zuwanderer und den Terror und den Hass durch die Zuwanderer leidet. Aber dann kommt eben jetzt ein Spinner aus der rechten Ecke, ein Rechtsradikaler, Gewalttäter und macht so eine Geschichte und dann haben wir jetzt die Scheiße an der Hacke. Ja, es wird nachhängen, ne? Wahlen in Thüringen. Ja, natürlich, also, ganz klar. Ich meine, das wird jetzt natürlich ein bisschen Achtung. Wählt ja nicht die AfD, ne? Ja, dass die AfD damit nichts zu tun hat und dass auch kein AfD-Mitglied ist, das weiß jeder. Das ist nein. Man hat ja dann auch bei dem Attentäter von dem anderen da, wie hieß der nochmal, hat man ja auch festgestellt, dass der auf irgendwelchen AfD-Veranstaltungen war. Auch in Chemnitz ist der mitmarschiert. Ja, gut, auf einer Veranstaltung, das kann man ja nicht prüfen, aber Mitglied, das ist ja noch eine andere Sache. Und naja, ja. Das ist ja egal. Ne? Fotografiert ist fotografiert. Aber, ja, in Chemnitz war es ja nun auch nicht schwer, oder jetzt in Berlin am 3. Oktober, da musst du ja nur neben der falschen Person stehen und dann wird geknipst und dann ist es drauf. Also, ne, ich meine, wir wissen ja das, was die Medien daraus machen, dass dieser Vorfall, der da heute gewesen ist, der ist zu verurteilen. Das ist ganz klar, das wird auch von uns jeder verurteilen. Aber dass da dann natürlich wieder so eine Riesenwelle daraus geschlagen wird, wenn man das mal vergleicht und dieser LKW-Anschlag da, der wurde bagatellisiert, ja. Ja gut, da ist auch keiner gestorben. Nee, klar. Da wurde auch nicht geschossen. Da wurden nicht mehrere Menschen angeschossen.
Nein, aber es ist beides schlimm. Es ist beides zu verurteilen. Jede Form von Terroranschlag oder Gewalt oder wie auch immer ist zu verurteilen. Aber dass man da jetzt wirklich, wäre das jetzt genau umgekehrt gewesen. Es wird immer versucht, den Rechten was in die Schuhe zu schieben. Wenn es ein Rechter ist, dann ja, aber jetzt wird er ja drei auch, Wochen. jetzt ja aber auch ganz klar begründet. No, wir haben erst letzten Freitag hier lange in der Sendung diskutiert über die Veranstaltung am 3.10. in Berlin, dass genau, dort auch Nazi-Idioten ja. mitmarschiert sind, zusammen mit Patrioten und AfD-Wählern etc. Ja, und auch die Veranstalter müssen sich jetzt fragen, warum machen wir sowas? Und die müssen auch zukünftig da viel genauer aufpassen. Ich glaube, in Berlin die Veranstalter, also mir ist ja auf der ersten, die erste Demo, wo ich ja wirklich so Kopfschmerzen bekommen habe, da war ich nicht. Das war diese Demo, na, da haben sie Bratwürste gegrillt, du weißt, welche ich meine, ne? Mhm. So, und da war auch Henrik Stöckel und das hat man ganz klar gesehen, dass das wirklich rechte Hools waren, wo wirklich auch AfD-Mitglieder Schulter an Schulter mit denen da langgelaufen sind. Und da habe ich mich zum ersten Mal erschrocken. Darum hat mich das jetzt im Oktober nicht mehr wirklich, also jetzt am 3. Oktober nicht gewundert. Also ich meine, das ist doch, ich habe auch immer gedacht, also diese sogenannten Nazis, von denen alle reden, wo sollen die denn sein? Ich bin so einem noch nie begegnet in meinem Leben. Ja, aber ich meine, guck dir allein mal die Geburtstagsfeier an, die da im Internet war von dieser Nazi-Oma da, dieser Haverbeck, wie viel Kundschaft die da vor dem Knast hatte. Also ganz ehrlich, da habe ich gemerkt, doch, es gibt verdammt viele Neonazis, aber eine ganze, ganze Menge sogar. Und das hat mir damals auch so ein bisschen Angst gemacht. Und gut, ich meine, es gibt nur einen positiven Aspekt dabei, das muss ich gleich sagen, dass jetzt natürlich die Talkshows nicht mehr über das Klima diskutieren müssen, sondern jetzt wird wieder diskutiert über den Kampf gegen rechts. Also Klima ist jetzt erstmal wieder für 2, 3 Monate vom Tisch. Das ist das einzige Positive jetzt an der ganzen Geschichte. Ja, aber jeder AfDler, jeder Wähler wird gleich wieder... Natürlich, für die AfD in Thüringen ist die Wahl verloren, ab heute. Würde ich nicht sagen. Doch, natürlich, eindeutig, gibt es gar keine Frage. Nee, glaube ich nicht. Der normale patriotische Wähler, der noch einen gesunden Verstand hat, der wird die wählen. Ja, aber die anderen, die werden jetzt zur Wahl getrieben, nach dem Motto, Achtung, sonst kommen die Nazis und ballern um sich. Glaubst du, dass dieser Vorfall so, natürlich, hallo, du weißt doch. Ja gut, durch die Mädchen, Mädchen. Der Fall wird jetzt instrumentalisiert natürlich. Ja, und auch zu Recht, muss man doch ganz klar sagen. Wenn so eine kranke Sau sowas macht, ja, dann müssen wir uns davon distanzieren. Und offensichtlich tun sich viele nicht genug distanzieren. Ja, das geht nicht. Also da hat sich jeder von zu distanzieren, jeder normale Mensch. Und ich gehe da nachher nochmal genauer drauf an. Gut, Jessica, ich hole die nächste rein. Vielen Dank. Bitteschön. Danke, tschüss, ciao, ciao. Tschüss. So, der nächste Anrufer. Guten Abend, wer ist am Apparat? Ja, guten Abend, hier ist der Dante. Dante, hallo, ich grüße dich. Hallo. Guten Abend. Ja, ich habe es auch mehr oder weniger live über Twitter immer mitbekommen, die aktuellen Statusmeldungen, was halt eben heute passiert ist. Und um mich natürlich ein klar mal vorweg zu sagen, ja, ich distanziere mich von den ganzen Kram, die üblichen Floskeln, die natürlich eigentlich selbstverständlich sein sollten. Aber ich habe mich auch direkt gefragt, bei mir hat das so gleich so ein Geschmäckle ausgelöst, weil ja gerade auch das Thema beim Vorredner mit der AfD-Wahl war. Um ehrlich zu sein, ich habe mich schon gefragt, nach der jetzt in Sachsen und Brandenburg nach der Wahl, wann passiert denn jetzt so ein Vorfall wie heute, damit er genauso medial ausgeschlachtet werden kann? Weil ich kann mir vorstellen, in den entsprechenden Redaktionen, dass die Leute da jetzt euphorisch ihre Orgasmen kriegen, weil endlich mal ein wirklich Deutscher einen recht radikalen Anschlag vergangen hat. Ja, das heißt endlich, schon wieder. Naja gut, ich meine, so manche kann man ja durchaus noch zweifeln, ob es False Flags waren, die einfach initiiert waren. Aber hier weiß ich nicht, ob es dabei sein wird oder nicht. Man weiß es ja nie wirklich. Es sind ja immer nur dann letztendlich die Verschwörungstheorien, wo man ja nicht wirklich was erfährt. Ja, und die halt auch meistens Quatsch sind. Ja, mag durchaus sein, aber es ist halt eben so... Ja gut, aber wir müssen uns jetzt nicht suhlen in irgendwelchen Ausreden. Ja, es könnte auch was anderes gewesen sein und es könnte der CIA oder sonst was, der Mossad dahinter stecken, um die AfD-Wahlen zu manipulieren. Diese Auswege, diese Ausreden müssen wir nicht suchen.
Nein, natürlich nicht. Es ist selbstverständlich verurteilenswert. Gewalt darf nicht sein im politischen Mengengelage. Da hat halt eben das Argument, das Gewaltigste zu sein, aber mehr auch nicht. Ja. Nur es gibt halt eben Leute, die kapieren es nicht. Und die wird es leider wahrscheinlich immer geben. Ja. Ob rechts, links, Islamismus, was weiß ich. Ich meine, es war ja eigentlich ja relativ schnell klar, dass das jetzt kein muslimischer Angriff ist. Denn ich meine, jetzt ein Asylbewerber oder, also ich habe jedenfalls noch nicht gehört, dass jetzt ein muslimischer Angriff stattgefunden hat, wo sich jemand mit Militärkleidung eingekleidet hat, mit Stahlhelm und derartig ja vorgegangen ist. Das hatte schon viel von den Bildern, die man gesehen hat, von diesem Christchurch-Attentäter zu tun, der auch ganz gezielt mit seinem Auto da rumgefahren ist und rumgeschossen hat. Also das, da wird man natürlich sagen, es ist ein Nachahmer dieses Attentäters da aus Neuseeland, wird man vor allen Dingen sagen. Gut, ist möglich. Wobei, ich muss aber auch gestehen, als ich das erste Mal gehört habe, dass er gegen eine Synagoge ging, war meine erste Assoziation natürlich, es ist ein muslimischer Angriff. Ja, ich auch natürlich. Weil man ja immer hört, dass da gibt's ja, wir haben jetzt viele Gäste, die da ganz große Schwierigkeiten haben. Ne? Aber wir haben ja offensichtlich auch rechte Idioten in Deutschland, also ganz rechte Idioten, die da auch irgendwie ein Problem haben, die noch meinen, sie haben dann, ja, keine Ahnung, es ist also verrückt. Ja, definitiv ist es verrückt. Und ja, den einzigen Vorteil, den wirklich hat, wie Sie gerade sagten, das Thema Klima sitzt einfach vom Tisch. Ja, das ist das Einzige, dass wir uns da mal von dem Klimakaos erholen können. Ich glaube, ich werde mir keine Talkshows jetzt die nächsten 2 Monate anschauen, weil dieses Geseier haben wir ja alles jetzt schon auf Platte, ne? Das können wir ja alles aus dem Archiv abspielen. Aber das wird natürlich jetzt kommen. Ne? Und natürlich wird jetzt wahrscheinlich natürlich die Forderungen, habe ich heute schon gehört, Vorratsdatenspeicherung, ne, muss her. Und jetzt ist natürlich wieder die Chance da, der Hardliner zu sagen, wir brauchen härtere Gesetze. Der Hass im Internet natürlich ist auch schuld, ne? Das ist ganz klar. Ja. Also alles, was jetzt bespielt worden ist, wird jetzt quasi im Akkord bespielt von auf allen Kanälen. Ja, und mal gucken, ob nächste Woche schon ein Konzert wieder stattfinden wird, gratis. Das, der Herbert Grönemeyer, ne? Der könnte auftreten und noch ein bisschen rumgrölen, genau. Okay, ich dachte jetzt eher feine Sahne Fischwichse. Ja, das hoffe ich jetzt persönlich nicht. Also bisschen musikalisch sollte schon was dran sein. Da muss ich sogar den Grönemeyer loben. Ja, ja, okay. Das aber das kann Thema, natürlich... Das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, das dauert 2 Stunden, wenn wir über Grönemeyers Musik sprechen. Genau. Alles klar, das wollen wir jetzt auch nicht tun. Alles klar. Ja, Dante, ja. Willst du noch was sagen dazu? Fällt dir noch was ein, was du noch sagen möchtest? Ansonsten nehme ich den Nächsten. Nö, ich denke mal, das Wichtigste ist wohl durch. Also wir werden sehen, was jetzt die nächsten Monate bringen werden. Ja, das wird jetzt nochmal lustig werden. Danke sehr. Jo. Tschüss. Ciao. So, unser nächster Kandidat hier auf Leitung 4. Wen darf ich begrüßen? Ja, hallo Alex. Hier ist der Steffen wieder. Grüß dich. Steffen. Haben wir gestern schon telefoniert? Ja genau. Ja. Hast du heute Morgen Abend schon was vor? Weil vielleicht solltest du dir frei halten. Morgen Abend? Ja, vielleicht müssen wir morgen schon wieder eine Sondersendung machen, wenn das so weitergeht. Ja, ich wollte gerade sagen. Eine Schlagzeile nach der anderen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja. Und natürlich, ist schon ganz klar, der LKW-Vorfall jetzt, über den wir gestern gesprochen haben, der ist natürlich jetzt wirklich, also ganz klar, ich meine, jetzt gab es hier 2 Verletzte, es gab Schusswaffeneinsatz, es gab 2 Tote, Rieseneinsatz, es ging natürlich gegen die jüdische Gemeinde. Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Kaliber als die Sache mit dem LKW. Und das ist natürlich für die Flüchtlingszuwanderung kritisieren, jetzt natürlich auch nicht schön. Damit kann man sich jetzt tatsächlich gut davon ablenken, aber sehr dumm. Ja, mehr oder weniger. Also ich habe das ja heute Vormittag erfahren. Ich bin von der Nachtschicht gekommen, dann ins Bett. Und meine Eltern haben mich dann irgendwann vormittags angerufen, weil die aus Halle kommen, dort wohnen. Und die haben mich darüber ja informiert. Ich wusste erst gar nicht, wo unten und oben ist. Ich dachte, das kann doch nicht sein, schlechter Traum. Mhm. Ja. Und jetzt kommt heute das wieder. Meine Angst ist halt, wie du schon vorhin sagtest, oder was Jessica gesagt hatte mit den AfDlern und so weiter und so fort und dass das jetzt wieder der AfD vielleicht zugeschoben wird und Kampf gegen rechts und ist ja auch alles gut und schön, aber jetzt hat mal wieder irgendeiner gemeint, er muss jetzt mal irgendwo wieder rumballern und jetzt geht es dann wahrscheinlich wieder los mit der ganzen Diffamierung von der AfD und so weiter und so fort. Natürlich. Also, dafür habe ich am meisten Angst. Dafür habe ich auch am meisten Angst. Allerdings brauchen wir keine Angst haben, das wird auf alle Fälle stattfinden.
man wird irgendwie eine Nähe zur AfD konstruieren. Also ich habe es noch nicht gehört jetzt heute in der Presseberichterstattung, aber ich warte natürlich drauf. Ich denke, es wird auch nur noch wenige Stunden dauern, ne? Und ich habe aber schon gehört, den Namen Sven Liebig, der wurde heute Mittag schon erzählt, weil der ja auch aus Halle kommt, ne, dass da also in Halle eine sehr starke rechte Szene ist und bla bla bla. Aber da waren das ja alles noch sehr, sehr spekulative. Man hat aber dort wirklich, ja, also es ist ein Wahnsinn alles, es ist ein Wahnsinn. Was heißt direkt nicht der AfD zugeschoben, aber das wird dann wahrscheinlich dann wieder so ausgelegt werden, Hetze macht hässlich, beziehungsweise das kommt davon, wenn die AfD immer so hetzt und so weiter und so fort. Ja. Also ich bin mir auch irgendwie, also nicht sicher, aber ich denke mir mal, vielleicht kommt es sogar das Ganze aus so, ja, NPD-Ecke vielleicht. Keine Ahnung. Also ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen oder irgendwie was in den Raum stellen, aber Synagoge und Neonazis, NPD und das ist ja alles so, ne? Ja. Ja. Ziemlich judenfeindlich. Also da muss man jetzt auf alle Fälle deutlich stärker aufpassen, um nochmal diese Sache mit der Demo da in Berlin anzusprechen letzte Woche. Da muss man jetzt auch als Demo-Teilnehmer noch deutlicher aufpassen. Sowas darf eigentlich jetzt nicht mehr passieren. Das ist kontraproduktiv. Das wird uns allen schaden. Richtig, genau. So sehe ich das nämlich auch. Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Also eine Bekannte von mir, die arbeitet im Krankenhaus in Halle. Ja. Und die wird mich auf jeden Fall nochmal irgendwie unterrichten, wenn es da irgendwas gibt oder so. Schauen wir mal. Das wäre nicht schlecht. Ja, nee, okay. Ja, das war's eigentlich. Alles klar. Danke sehr. Tschüss. Gut. Ciao. Bitte. Tschüss. Unser nächster Anrufer. Guten Abend. Wer ist dran? Ja, hallo. Hier ist der Frank. Frank, hallo. Jo, also ich habe das natürlich heute auch verfolgt, weil das bei mir gleich im Nachbarort ist. Aha. Okay, wo kommst du her? Ich komme hier aus Leipzig. Mhm. Für mich ist das hier schon ganz schön nah ran, jetzt hier so mit dieser ganzen Sache. Ja. Aber mir ist eben sofort aufgefallen, also was ich als erstes gedacht hatte, wer bitteschön sitzt denn am Fenster und filmt denn sofort, wenn dort irgendwas passiert, das Auto, dass der da aussteigt und dass der dort rumballert. Also, naja. Hab ich erst einmal gestutzt, ja, so, der muss das doch gewusst haben dort oben. Also, ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt machen würde, ich würde was filmen wollen, ich müsste erstmal mein Handy holen. Ich habe das also nicht immer permanent bei mir. Ja, aber pass auf, der hat ja ewig geballert. Der war, ist ja aus dem Auto ausgestiegen und hat eine Patrone nach der anderen abgefeuert. Und dann hast du eine Minute Zeit, dein Handy auszupacken, die Kamera-App zu starten. Dann hältst du das wegen über den Fensterrahmen runter und schaust, dass du das ein bisschen filmst. Also das kannst du schon machen. Also ich würde es auch machen. Ja, ich würde natürlich das dann schauen, dass ich es gewinnbringend verkaufen kann, vielleicht den digitalen Chronisten oder sowas. Ja. Ja, aber wie gesagt, mir fällt das sowas oft, dass das immer ruckzuck gleich gefilmt wird hier so und der war sich, also der das finde ich aber wirklich, das finde ich aber wirklich, wirklich gut, weil das nämlich, dass jetzt wir das Internet haben, dass wir Twitter haben, dass sich da Dinge verbreiten schnell. Und auch die Medien, die letztendlich auf dieses Material zurückgreifen, hat den großen Vorteil, dass man uns nicht mehr so bescheißen kann. Oder vor allem auch, dass die Polizei die Nachrichtenlage nicht mehr so unterdrücken kann. Das hat man ja gestern bei dem LKW-Thema auch ganz deutlich gesehen, dass die meisten Informationen, die Polizei hat einen Deckel drauf gemacht, Nachrichtensperre, was der Geier was, und die meisten Informationen sind durch Passanten, durch Beteiligte gekommen. Ich war auch heute ganz überrascht, wo war denn das, ich glaube, auf NTV, da haben die so eine junge blonde Reporterin und die kommt anscheinend ziemlich gut an und die hat sich also die ganzen Tatbeteiligten alle geschnappt und wunderbar interviewt. Also da sieht man mal, mit Frau mit zwei Brüsten hast du auch große Vorteile als Journalist. Ja, das stimmt allerdings. Ja, na klar. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich mir tatsächlich gleich einen OP-Termin hingeben lasse. Aber was schätzt du denn jetzt, wie wird sich das jetzt auswirken? Was wird jetzt in den nächsten Tagen passieren? Was passiert mit der AfD jetzt? Natürlich wird alles gegen rechts irgendwo jetzt ausgelegt, also gegen die AfD, hier so böse Rechte, als ob die persönlich alle dort gestanden haben. Also ich sehe es jetzt schon, dass die hier den Höcket gleich vorschieben. Das ist da Rechtsradikale vom Herrn, ja. Ja, natürlich. Für die Medien. Ja. Also da, ja, weiß ich, das ist, ja. Also das genau. Ist für uns heute wirklich, das ist in jedem Fall natürlich kein Tag zur Freude. Nee, es ist nee. Aber für die Widerstandsbewegung ein Riesenrückschlag. Und da müssen wir auch wirklich schauen, dass wir heute da zukünftig müssen wir genauer aufpassen, ja, dass man da nicht mit reingezogen werden kann. Weil sobald da auch mal irgendwie eine Verbindung zur AfD wieder hergestellt werden kann,
ist es ganz, ganz schlimm. Also wenn sich jetzt rausstellt, dass der AfD-Mitglied ist oder sowas, ja, dann kannst du ja davon ausgehen, dann wird sofort wieder geprüft, AfD-Verbotsverfahren und so weiter und so fort. Das wird man nutzen ohne Ende, rigoros. Ja, bleibt jetzt bloß abzuwarten, was eben jetzt hier noch passiert. Also ich denke schon, dass das ja mächtig ja gerade die Wahlen wieder beeinflusst. Also das haben wir ja vorher schon auch schon erlebt. Das wird sicherlich Prozentpunkte kosten, das würde mich wirklich sehr wundern. Ja, denke schon. Ja, also ich würde nicht, dass jetzt ein AfD-Wähler sagt, jetzt wähle ich die AfD nicht, sondern weil halt andere vielleicht stärker zur Wahl gehen und das natürlich dann die Prozentpunkte logischerweise mathematisch nach unten drückt von der AfD. Ja, ja. Und die Wahl ist ja in 3 Wochen. Eben. Also ich kenne ja viele hier so, die jetzt ja so gesagt hätten, ja so, die würden ja die AfD wählen, aber die sind ja so rechts. Das ist ja das, was ich also viel gehört habe. Also ich komme viel mit Leuten in Kontakt so. Und also die sind mit den Altparteien alle nicht einverstanden. Aber der AfD kann man ja nicht wählen. Ja, warum nicht? Ja. Also die, ach so, meinst, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also die noch die Altparteien wählen, weil sie sagen, AfD, um Gottes Willen, wenn ich die wähle, dann mach ich das Kreuzchen und dann fallen mir die Finger ab oder sowas, ne? Richtig, genau so, ja. Als Strafe Gottes oder Allah oder wie auch immer. Ja, das schon so. Aber ich glaube, Frank, das ist das geringste Problem. Da ist natürlich der heutige Vorfall auch schlecht dafür. Aber ich glaube, diese Leute, die jetzt unzufrieden sind und jetzt immer noch nicht trauen, sich die AfD zu wählen, ich kann das verstehen, das ist, glaube ich, eine ganz große Masse. Darum sehe ich das Potenzial für die AfD noch groß. Aber sowas wie heute ist natürlich ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich, das ist wohl wahr. Ja, und da werde ich mir nachher jetzt dann nochmal gleich bei der Gelegenheit dann irgendwann in der Sendung die ganzen Israel-Spinner greifen. Davon haben wir ja leider bei uns in der rechten Szene auch ganz, ganz viele. Aber das machen wir dann auch noch. Ja. Dass jetzt da noch was anderes rauskommt als rechtsextremer Anschlag, glaubst du auch nicht? Nee, glaube ich nicht, nee. Das ging jetzt so voll in die Richtung. Gott sei Dank war es jetzt auch nur einer offensichtlich. Na, man wird natürlich jetzt trotzdem versuchen, da wieder eine Terrorzelle draus zu bauen mit Hintermännern und so weiter und so fort. Ja, es war wohl noch eine Frau im Hintergrund irgendwie zu hören. Irgendwie muss noch eine Frau bei diesem Video, was jetzt hier auf Twitch war, muss wohl noch eine Frau im Hintergrund gewesen sein. Und ja, ich denke mal, da werden sie wohl da nachforschen noch und die wird bestimmt auch, also alles recht sind, also ja. Ja, aber mal sehen, das wird schwierig werden. Ja. Gut. Ja, abwarten wir. Hast du noch was du sagen möchtest? Ne? Nützt da nicht, jetzt müssen wir jetzt erst mal durch. Haben wir jetzt noch nicht was zu sagen, ist noch nicht so viel bekannt und letztendlich sind die Ereignisse natürlich schon schlimm. Danke, dass du angerufen hast. Jo, alles klar. Jo, tschüss. Dann viel Spaß noch, tschüss. Danke, tschüss. Jo. So, unser nächster Anrufer. Auf jo, Leitung 1. Hallo, wer ist dran? Ich bin's, der Peter. Peter, hallo, ich höre dich etwas schlecht, aber das kriegen wir schon hin. Peter, wie hast du das heute erlebt? Ja, also da stimmt schon was nicht mit dem Typen, das ist eine ganz klare Sache, aber ich sag mal so, hätte schon viel eher nicht passieren müssen, also ich bin jetzt falsch aus. Also mich wundert's nicht, dass es passiert ist, mich wundert's nur, dass es nicht schon eher passiert ist. Weil das ist alles zurückzuführen auf Politik von Merkel und Co., diese Verleumdungspolitik, die sich nicht die Wahrheit sagen. Also ich befürworte die Tat nicht, die heute geschehen ist, aber im Prinzip ist ja nicht die AfD dran schuld, da sind nicht die Altparteien dran schuld. Ja, aber es war jetzt kein Anschlag auf ein Flüchtlingsheim, sondern es war jetzt ja ein Anschlag auf eine jüdische Synagoge. Das ist ja jetzt eigentlich was Rechtsnationales, was nicht direkt mit der Flüchtlingskrise zu tun hat. Ja gut, das kann ich mir jetzt auch nicht so. Also der Lübcke-Mord, da kann man ja sagen, okay, das hat was wahrscheinlich mit der Politik zu tun, weil der sich ja sehr negativ gegenüber den Bürgern verhalten hat, die eben gegen die Flüchtlingspolitik sind. Und da kann man vielleicht sagen, ja, das weiß man noch nicht, der Prozess läuft noch nicht. Der Täter wollte dem halt da, aber hier jetzt geht's ja ganz klar gegen Juden. Na, so klar ist mir das noch nicht, die Sache. Aber ich rufe eigentlich auch noch anderes dazu sagen. Wie gesagt, der Hass wird auch nicht durch die AfD geschürt bei den Leuten, oder der Hass kommt nicht durch die AfD vor. Der Hass kommt wirklich durch belogen werden. Und so sind Menschen nun mal. Ne? Man wird belogen, betrogen über Jahre und irgendwann platzt der Knoten. Ja. Ich hoffe, dass nicht in den nächsten Tagen noch mehr passiert, aber wundern wird es mich nicht. Ja, wundern wird es mich auch nicht. Ja.
Aber ach nee, mehr wollte ich dir eigentlich auch gar nicht mitteilen. Jawohl. Wollte ich nur mal loswerden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jawohl, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Danke, tschüss. Ja. So, der nächste Anrufer. Hier machen wir die Leitung 8. Wer ist denn dran? Hallo. Hier ist der Marco. Guten Abend, Marco. Ich rufe zum ersten Mal bei euch an. Ja, und ich glaube irgendwo aus Ostdeutschland, ne? Sehe ich an der Telefonnummer. Oder täusche ich mich jetzt da? Das ist aber schon. Nein, ich wohne so circa 5 Minuten von der Ostsee. Ah, okay, gut. Also das ist dann doch noch weit weg von Halle. Ja, wir was sagst du? Ja, Gott sei Dank vielleicht. Was willst denn du dazu sagen? Was ist dein Eindruck? Was sagst du dazu? Also als erstes natürlich, ich schäme mich dafür. Also was das betrifft, das ist nicht deutsch. So benimmt sich kein Deutscher. Das hat für mich nichts mit, mit Konservatismus oder Sonstiges zu tun. Das ist einfach nur blanker Irrsinn. Und vor allen Dingen frage ich mich natürlich, was geht in so einem Menschen vor, wenn er denn dann für Deutschland steht, so eine Aktion zu bringen, kurz vor einer wichtigen Wahl, die eventuell ja auch, sage ich mal, entscheidend sein könnte, weil ja da ja schon so bis zu 25% für die AfD prognostiziert worden. Ne? Mhm. Und da die Altparteien dort dann keine Koalition mehr so hinkriegen würden, wie sie es eben hätten, dann hätten sie sich mit den Linken etc. verbinden müssen und dann hätten sie die Hosen runterlassen müssen. Ne? Ja. Das wirft uns jetzt natürlich wahnsinnig zurück, wieder durch irgendeinen durchgeknallten Menschen. Und ich kann nur allen, also wer geht auf Juden zu? Also ich würde einen wahrscheinlichen Juden noch nicht mal auf der Straße erkennen, es sei denn, er hätte eine Kippa auf. Ja. Und diese Menschen tun uns nichts. Ja, richtig, ganz genau. Und ich habe hier gerade das Neueste von Bild. Neonazi Stefan Ballett, also mit Namen 27, streamte seine Tat im Internet. Ja, um Gottes Willen. Kommentierte auch sozusagen den Anschlag von Anfang an. Das hat, wo steht hier jetzt gerade von 19:29 Uhr Bild. Gut, das ist ganz schrecklich natürlich. Ja, wo hat er das gestreamt? Steht es zufällig dabei? Sekunde, ich kann noch mal hingucken. Streamte seine Tat im Internet, kommentierte seine Taten. Ja, ist eine ganz kranke Sau quasi wirklich. Ja, absolut. Also und das Schlimme ist jetzt, das wird natürlich bedeuten, das Internet muss abgeschaltet werden, YouTube, Facebook muss verboten werden, wenn da sowas gestreamt werden kann. Streaming ist generell jetzt schlecht, wird natürlich jetzt dann ganz schlimm sein, sowas ist böse. Und das ist auch keiner von uns, das dürfen wir nie vergessen. Das ist ein natürlich linksnationale, blöde Sau, die sowas macht und offensichtlich ja ganz klar, auch wenn man das jetzt so sieht, den Christchurch-Attentäter nachahmt. Ich habe heute schon in der Berichterstattung gehört, dass irgendein Zeuge gesagt hat, er hätte so eine Helmkamera. Das habe ich dann aber nur einmal, habe ich nur einmal gehört und dann habe ich gedacht, naja, okay, das war vielleicht dann irgendwie ein Quatsch. Und dann habe ich schon gedacht, also wenn der das jetzt auch noch ins Internet streamt, dann das würde kein Moslem, natürlich wird es auch ein Moslem machen, aber ich meine, der ist schon zu blöd, die Kamera am Helm festzuschrauben. Aber jetzt ist es natürlich so, jetzt wird es natürlich ganz, ganz brutal, wenn er das auch noch ins Internet gestreamt hat. Da erstaunlich eigentlich, dass man das jetzt erst hört. Weil das ist ja dann wahrscheinlich streamtechnisch vor 9 Stunden gelaufen. Das muss ja irgendeiner gesehen haben und irgendeiner muss es ja gemeldet haben. Also wie gesagt, die Meldung ist von 19:29 Uhr. Also jetzt haben wir es irgendwie kurz nach 7:30 Uhr. Mhm. Also das ist relativ aktuell und ich weiß nicht, inwieweit Bild da jetzt. Aber ich gehe dann in dem Fall schon davon aus, dass sie da wahrheitsgemäß berichten. Ja, ja. Und wenn sie da schon mit dem Namen kommen und so weiter und so fort und mit Streaming etc. pp., dann ist die Sache, denke ich, eindeutig. Ne? Also ich muss ja sagen, das Christchurch-Attentäter-Video habe ich mir ja zweimal angeschaut. Das ist ja quasi verboten, darf man nicht verbreiten und so weiter und so fort. Aber ich habe es damals eben bekommen,
glücklicherweise, weil ich mir sowas immer gerne anschaue, um mir selber ein Bild zu machen. Und ich meine, klar, da sitzt du dabei, das ist es irgendwie interessant, ist jetzt blöd, aber interessant zu sehen, seine eigene Meinung sich zu bilden. Und natürlich war das ein kranker Spinner und das ist jetzt offensichtlich ein genauso kranker Spinner. Und das ist jemand, der natürlich überhaupt nichts mit AfD und mit rechts und sonst irgendwas zu tun hat. Nein, vor allen Dingen, was ich eben schon sagte, dass sowas macht ein Deutscher nicht. Wir sind eine von Grund auf eine Nation, die ich habe mal irgendwie ein Zitat gehört, das war glaube ich sogar von einem Juden, ja. Wo er eben dann halt auch sagte, es gibt keine friedfertigste Nation als die Deutschen. Von der Sache her, was das eigentliche Volk betrifft. Natürlich gibt es diese 40.000 oder was sie da in diesem BKA Strafverfolgungs, diese Statistiken halt von rechts und links und so weiter und so fort. Das gleicht sich ja auch aus. Ja. Also es ist ja von beiden Seiten ungefähr. Ich lese hier gerade bei uns im Superchat, angeblich soll das Ganze 35 Minuten lang auf Twitch gestreamt worden sein. Ja, okay. Also dann stimmt die Sache ja dann so, doch. Und ich wollte dann auf jeden Fall nochmal loswerden, egal welcher Jude hier bei diesem Livestream mithört, das ist nicht Deutschland und das sind auch nicht wir Deutschen. Nein, auf keinen Fall. Und der Punkt ist ja auch der, man muss mal eines sagen, bist du völlig richtig auch unterwegs. Man muss sich mal anschauen, wir haben Probleme mit Migranten, wir haben mit Zuwanderer Probleme, wir haben mit Gangs Probleme, mit Clans und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Du hörst nichts von irgendwelchen Straftaten von Juden, du hörst auch nichts von Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas. Das ist ein grundehrliches Völkchen, was bei uns hier ist. Die gehören im Prinzip wirklich zu uns, außer dass sie eine andere Religion haben. Sie sind ja sogar Mitglied in der AfD. Und da ist überhaupt nichts. Aber, und jetzt kommt der Punkt, auf den ich vorhin schon mal hinaus wollte. Wir haben kranke Leute unter uns. Das sind die Spinner, die zum Beispiel einen Herrn Stürzenberger angehen und sagen, der würde ja Israel unterstützen. Er würde von Israel finanziert werden. Ja? Das ist natürlich vollkommener Irrsinn. Und ich weiß, dass diese kranken Leute, die sozusagen alle immer Israel für alle möglichen Sachen auf der Welt verantwortlich machen, die sagen, Stürzenberger ist von Israel bezahlt, wahrscheinlich jetzt auch sagen, Radio Deutschland 1 ist von Israel bezahlt. Diese kranken Leute unter uns, die müssen wir uns auch schnappen. Denn das sind eigentlich verkappte Rechtsradikale, die aber halt jetzt hier in dem normalen rechten Mainstream mitschwimmen, sag ich jetzt mal, rechter Mainstream ist schon wieder Wahnsinnswort. Und diese Leute, das sind schon welche, die tendieren in diese Richtung. Ja, das sind letztendlich, wenn die da immer gegen sagen, ja, Israel steckt hinter allem, das sind schon verkappte Judenhasser. Sagen wir es mal so, es gibt kein Land auf der Erde, vielleicht ein Land wie vielleicht Bhutan oder so, ja, wo sie dann alle, soll ja angeblich das glücklichste Land der Welt sein, obwohl die dann in unglaublicher Armut leben. Fast kein Land dieser Erde hat irgendein Nicht-Dreck am Stecken irgendwo rumliegen. Ne? Mhm. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber zumindest sollte es gegeben sein, dass wir diese Judengeschichte ein für alle Mal erstmal begraben im Bezug auf Gewalt. Ja. Niemand, der jüdischen Glaubens ist, etc., der eine Kippa trägt, was ja auch heutzutage zum Beispiel es gab da ja auch einige Meldungen, dass Kippa-Träger auch von unseren Besuchern angegriffen worden sind, bespuckt worden sind, etc. Aber dass da jetzt wieder so ein Freak auftaucht, ne, an der Christchurch, wie du das eben schon sagtest. Das muss man sich mal vorstellen. Also das der Punkt ist ja auch der, dass diese
mit Juden haben wir überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch, das hat auch bei mir jetzt, wenn ich das sage, überhaupt denke ich da gar nicht ans Dritte Reich oder sonst irgendwas. Das ist für mich völlig uninteressant, was damals da passiert ist. Das ist für mich auch. Also das jetzt sage ich jetzt nicht, weil ich sage, ja, der hat ja einen Schuldkomplex, weil der fühlt sich halt noch schuldig, was da im Dritten Reich passiert. Das interessiert mich gar nicht. Mit Juden haben wir gar kein Problem, genauso nicht mit irgendwelchen, die aus der Schweiz kommen oder sonst irgendwas. Das sind nicht die Gruppen, die bei uns kriminell sind. Das sind nicht die unsere Gesellschaft zerstören wollen. Das sind auch nicht die mit Messer rumlaufen oder die irgendwelche Mädchen begrapschen oder einen Laden überfallen oder dir das Handy klauen oder sonst irgendwas. Das sind die nicht. Und ein solches rechtsradikales Schwein wie dieser Attentäter jetzt, ja, der ist wirklich einfach geistig, da kann man wirklich sagen, dass der geistig behindert ist und da geistig durchgeknallt ist, weil der ja offensichtlich wirklich total wirr im Kopf ist, ähnlich wie der Typ da aus Christchurch. Und jetzt haben wir halt leider hier auch so einen und das wird ausgeschlachtet werden. Jetzt auch noch mit dieser Videoübertragung wird's noch schlimmer. Ja. Und ich frage mich als deutscher Patriot, warum zum Henker tut so ein Mensch so etwas, wo er doch genau weiß, dass er das hier gerade uns schadet. Na, erstmal nicht nur uns schadet, sondern weil das ganze Land ist einfach vollkommen aufgewühlt. Jeder wird gegen jeden gehetzt. Das kann ich dir erklären. Das ist ganz einfach zu erklären. Weil dieser Typ mit unserem Land nichts zu tun hat. Der Typ, der liebt nicht Deutschland. Der will, den Hitler zurück, die Nazis zurück oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz kranke Sau. Naja, und, Hitler hat ja damals auch gesagt, das ist ja genau das Gleiche. Ja, die Deutschen haben den Krieg nicht gewonnen, also kann das Volk auch sterben. Ja. Also Punkt. Ne? Genau. Also wahrscheinlich. Das hat mit uns wirklich nichts zu tun. Ja, aber wir werden natürlich jetzt damit reingezogen werden. Das ist keine Frage. Wird sich nicht verhindern lassen. Aber der liebt nicht Deutschland, dem interessiert auch, glaube ich, die ganze Zuwanderungsgeschichte nicht. Der ist voll in seinem Judenhass drin. Da wird es interessant werden. Also das wird auch, bin mal gespannt, wie sie den in die AfD damit reindoktern wollen. Aber das ist wirklich, dem kann man wirklich sagen, kann man jetzt schon quasi wirklich Ferndiagnose geben, der Typ, Baller, aber eben nicht geistig krank, sondern wirklich ideologisch degeneriert. Aber kurz, der Nächste wartet schon, Marco. Ja, ich weiß. Seit dem letzten Attentat, also mit diesem CDU-Abgeordneten Lübcke, genau. Da hat es mich ein bisschen gewundert, dass es ja erst, also ich will den Mann da nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht. Aber was mir eben aufgefallen ist, er hatte sich ja dann einen neuen Anwalt genommen und seine Tat sozusagen, dieses Geständnis widerrufen. Und seitdem habe ich in den Medien großartig nicht mehr von diesem Fall Lübcke gehört. Naja, zumindest nichts, was den Täter betrifft, ne? Der Fall Lübcke, eben, und das macht mich schon etwas stutzig, ne? Von dem Fall Lübcke wirst du jetzt in den nächsten Tagen noch viel hören wieder, ne? Dass es ja gleich ist und Terrorzelle und bla bla bla, ne? Ja, aber da gab's ja diese ganz klaren Sachen, die ja auch in den Medien geschrieben worden sind, dass der, das war ja, glaube ich, irgendwie sein Sohn, der ihn gefunden hat und dass der da jemanden Ominösen angerufen hat, der den Tatort da gereinigt hat und sogar auch wusste, wie er den reinigen muss, nämlich, dass da überhaupt gar nichts mehr zurückblieb. Also da fand ich schon so ein bisschen, ja, da habe ich auch Bauchschmerzen. Hat ein Geschmäckle gehabt. So, da bin ich mal gespannt, so was da im Prozess da noch rauskommt, Marco. Ja. Ich danke dir, dass du dich gemeldet hast. Und wie gesagt, an alle Menschen da draußen, seid friedlich, seid stolz auf Deutschland und vor allen Dingen keine Gewalt. Wir müssen einen friedlichen, demokratischen Prozess durchführen. Richtig. Nichts anderes. Ja. Vielen Dank. Das ist wichtig. Tschüss. Tschüss.
Und wir müssen auch stolz sein auf die Juden, die bei uns leben, denn die stehen auf unserer Seite. Die sind letztendlich von der muslimischen Zuwanderung auch ganz massiv betroffen. Die stehen auf unserer Seite. Aber eben, weil wir nicht auf der Seite von dem Idioten da stehen, hat es damit jetzt sozusagen nichts zu tun. Ich möchte noch kurz erwähnen, Freitag um 21 Uhr haben wir die nächste Sendung. Das wird uns da sicherlich dann am Freitag auch noch beschäftigen. Aber jetzt hole ich den nächsten Anrufer rein und frage mal, wer dran ist. Hallo. Hallo, Stefan hier. Hallo, Stefan. Ja, alle miteinander mal. Ja, was für ein Tag wieder, ne? Erst gestern und jetzt heute wieder sowas. Ja. Bloß jetzt mal in Anführungszeichen aus unserer Ecke. Wir wissen ja nicht, das ist unsere Ecke. Unsere Ecke ist es ja nicht, ne? Nein, eben nicht eigentlich. Gottes Willen, nein, ich muss jetzt mal einfach. Ich glaube auch nicht, dass der AfD gewählt hat. Das ist ein, ich weiß auch nicht, ob jemand in NPD wählt oder sowas. Nee, ich meine, ja, was sagt das denn schon aus? Ich habe auch mal Linkspartei gewählt und. Ja. Was ist das denn? Quatsch. Ja, also, mein, was soll das? Das hat doch das eine mit dem anderen da, ne? Also, so ein Blödsinn. Ja. Ne? Mir geht's jetzt erstmal um was anderes. Wir stellen alle fest, dass wirklich solche Sachen, das wird immer mehr und diese Gewaltspirale, die sich jetzt da gerade aufschüttelt, das ist eigentlich das, was mich momentan bewegt. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wie das dann verwendet wird, aber ich glaube, das Beste, was wir jetzt tun können und was wir auch glaubhaft, weil wir, das ist ja das, ich meine, wir sind doch alle fühlende Menschen, ja? Wir sind ja keine Monster wie der Typ. Wenn ich das jetzt, das wühlt mich schon auch emotional auf, das Ganze. Und ich kann auch, man muss jetzt dann auch einfach mal die Gegenseite irgendwie, weil die ja in ihrer Doktrin drin sind, verstehen und denen auch mal signalisieren. Ich habe das jetzt gerade zum Beispiel in den Kommentaren gemacht. Ich bin einfach mal hingegangen, jetzt habe was unten drunter geschrieben, habe gesagt, egal ob jetzt jemand eher rechts steht oder eher links steht, also es wird einfach wichtig, dass wir diesen Grundkonsens, diesen gewaltlosen Grundkonsens, dass wir uns nur eben mit politischen, also freiheitlich-demokratischen politischen Mitteln eben bekämpfen. Also bekämpfen halt, ne, einen Wettbewerb führen und mit Argumenten und dann kann es zwar auch rauer zugehen, aber dass es eben unser Grundkonsens sein muss und dass wir zur Not, wenn es jetzt um politischen Extremismus geht, dass wir dann wirklich zusammenstehen, jetzt mal wirklich quer über alle Parteien hinweg, dass wir sagen, das geht auf keinen Fall, es spielt überhaupt keine Rolle, von wem diese Gewalt letzten Endes kommt. Dagegen müssen wir alle zusammenstehen, gegen extremistische Gewalt. Das müssen wir alles. Und ich habe zum Beispiel da so einen Kommentar zurückgekommen, der hat irgendwie, was hat er schon für einen Namen gehabt? Also der hat halt so dieses typische Klischee bedient, Aluhut, mich nicht voll oder irgend so einer. Aber halt von der linken Seite, ich sag jetzt mal so Richtung Jutta Dietfurth mäßig, ne, die halt dann die ganze Montagsbewegung dann immer so ein bisschen einfach dargestellt haben. So, auf jeden Fall, das ist mir wichtig, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich glaube, wenn man sich mal auch in die Situation oder das Denken der anderen rein versetzt und dass die natürlich auch dadurch, wie die jetzt wahrscheinlich denken und was die, weil die denken ja teilweise, man muss ja sich immer vor Augen fühlen, ein großer Teil der Leute denkt ja wirklich, dass hier die rechtsextreme Gefahr ist. Ja, aber über die linke Gefahr, über die linke Rechtsextreme müssen wir heute wirklich nicht reden. Also die haben keinen Anschlag gemacht, ja, die sind jetzt erstmal fein raus. Es geht jetzt ganz klar gegen rechts. Und was jetzt, ich bin ja jetzt sonst jemand, der sagt, Demos bringen nichts, aber die AfD und die Leute, die jetzt sonst immer Demos organisieren müssten, und das organisiert haben, die müssten jetzt tatsächlich eine Demo organisieren, genau, zusammen mit der AfD, wo die Leute, irgendwo hingehen in eine große Stadt und dann tatsächlich mit Kippa rumlaufen, um ganz klar zu zeigen, AfD hat damit nichts zu tun. Und das müsste ja nicht ganz schnell organisiert werden, bevor die große Hetze startet, sozusagen. Nicht bloß mit Kippa, es ist ganz generell, dass man sagt so, oder Leute, wer jetzt auch immer da draußen ist und meint, er muss jetzt politisch-extremistische Gewalt auch in Anführungszeichen unseren Lager ausführen, ja, der ist erstmal ein absoluter Monster. Anders kann ich solche Leute einfach nicht nennen. Ja, ich habe heute Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir gedacht habe, so eine Scheiße, ja. Ja. Und ich meine auch strategisch, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn der jetzt wirklich davon ausgehen sollte, ich meine, was muss der sich denken? Der kann doch eigentlich bloß einen Bürgerkrieg wollen. Einen Bürgerkrieg, den er überhaupt nicht gewinnen kann. Natürlich. Das ist doch vollkommener Irrsinn. Der kann ja bloß die Vernichtung, der sagt sich, ich kann es nicht gewinnen, also vernichte ich alles. Wenn ich Deutschland nicht haben kann, dann kriegt es halt keiner, so ungefähr. Ja. Ja.
Das wird jetzt eine Riesennummer werden. Das kann man uns, glaube ich, noch gar nicht ausmalen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade wieder an den NSU gedacht und das wird jetzt, sind nicht so viele beteiligt vielleicht, aber das wird eine ganz große Nummer werden. Und diese Radikalisierung eigentlich in Wahrheit von der Ursache her dadurch stattgefunden hat, ja, durch die etablierte Politik und Merkel, das ist klar. Darüber müssen wir auch nach wie vor reden. Nein, der Typ interessiert sich nicht für Merkel, der interessiert sich nicht für die offenen Grenzen. Das ist einfach eine linke Nazi-Sau, eine ganz schlimme, ja, aber Alex, der einfach, weißt du was, ganz gegen Deutschland ist. Das ist einer von den Typen, die sagen, ja, das System muss hier weg, wir brauchen Bürgerkrieg. Es muss alles zusammenbrechen, und alle Politiker müssen aufgehängt werden. So ein Typ ist es. Das hätte er trotzdem nicht zuvor gemacht. Er macht das jetzt schon so in diesem Fahrwasser, sage ich mal. Und man darf nicht vergessen, die argumentieren ja auch anders. Die argumentieren ja so ungefähr nach dem Motto, die Juden tun sozusagen die Migrationswelle lostreten, um praktisch zum einen, da muss man auch aufpassen, weil es gibt sicherlich vereinzelte, aber da meine ich ja nicht die Juden, sondern da gibt es bestimmte Gruppen vielleicht meinetwegen, die gibt es ja überall, die das natürlich dann für sich nutzen wollen und dann sagen, ja, wenn ihr jetzt praktisch im Nahen Osten mal aufräumen würdet, dann hättet ihr auch da die Probleme nicht oder irgendwie solche Sachen, ja. Und, so rum argumentieren die dann wieder, ja. Bloß, es ist natürlich, selbst wenn das so wäre, totaler Schwachsinn, weil es natürlich hin und vorn strategisch auch mal von der Tat selbst abgesehen Wahnsinn ist. Es ist einfach hohl. Es ist hohl. Ja, also ja. Da kann man wirklich von Geisteskrankheit sprechen, aber der ist nicht geisteskrank, das ist eine ganz verblendete Sau. Dieses Wort verwende ich auch gerne jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist einfach irre. Ja, und das ist ein, mir fällt jetzt so nichts ein. Das wird uns jetzt wirklich wochenlang beschäftigen. Und das wird zu Recht auch ausgeschlachtet. Ich meine, natürlich können wir nichts dafür, es kann die AfD nichts dafür. Das zu Recht kann man, also dann muss ich eigentlich schon wieder streichen, das Wort, ja. Aber es gibt solche kranken Leute und da muss ich jetzt sogar sagen, das ist der Punkt. Nicht Kampf gegen rechts, sondern gegen rechtsextreme Nazi-Judenhass-Spinner muss vorgegangen werden. Man müsste eigentlich vom Begriff ja noch genauer sein, weil es ist ja eigentlich nur, weißt du, wenn man mal sagt, du hast zum Beispiel das vorne Wort rechtsradikal verwendet. Wenn ich jetzt zum Beispiel was, dann müsste ich erstmal sagen, was ist rechts? Und wenn ich jetzt radikal rechts bin, dann müsste ich wieder sagen, okay, das ist praktisch ohne Wenn und Aber rechts oder so, oder halt, ne, strong rechts. Und rechtsextrem, wie gesagt, ist der Extremismus. So, das wäre ja der richtige Begriff für ihn. Es sind auf jeden Fall Extremisten, ja. Weil er tut ja nicht mal im Extremen das ausführen, was wir gerne hätten, sondern der will ja andere Sachen. Gar nichts. Ja. Und deshalb war das ihm, glaube ich, auch heute völlig egal, wo er rumballert, ne? Also, man wird ja dann erfahren, wer die Opfer noch genau sind. Also das Opfer aus dem Dönerladen wird ja wahrscheinlich kein Jude sein. Es soll wohl irgendeine Passantin noch getroffen haben. Die wird wahrscheinlich ja auch keine Jüdin sein. Mhm. Und die beiden angeschossenen, der Taxifahrer ist auch wahrscheinlich keiner. Und die vierte Person, da weiß man noch nichts drüber. Ja, also ganz, ganz schlimm, Stefan. Ich möchte den nächsten dran nehmen. Okay, wir werden da noch eine Menge drüber zu sprechen haben, denke ich mal. Natürlich, ja. Danke sehr. Tschüss. Servus. Ciao. So, unser nächster Kandidat hier auf Leitung 2. Wen darf ich begrüßen? Hallo, ich bin Matthias. Matthias, ich grüße dich. Matthias, hast du noch dein Telefon auf Freisprechen eventuell? Warte, kleinen Augenblick. Ja. Jetzt höre ich dich aber nimmer, gar nimmer. So, ist jetzt besser? Ja, viel besser. Also bitte immer, wenn man anruft, bitte Freisprechen ausschalten. Denn ich habe ein Headset gehabt. Ja. Deswegen. Ach so, okay. Matthias. Jo, also ihr habt ja schon eben gerade mächtig erzählt und ich wollte auch sagen, vielleicht ist das von der linken Seite provoziert worden und nicht mal von der rechten Seite. Und ich traue sogar unsere Regierung das zu, dass sie, weil die AfD so stark ist, da ihre Hände im Spiel hat. Ja, aber Matthias, jetzt mal Hand aufs Herz. Die Linken haben nichts gegen die Juden. Die würden sowas niemals machen. Und wenn sie der AfD schaden wollen oder der rechten Bewegung, hätten sie ganz andere Möglichkeiten und die deutsche Regierung hat daran auch kein Interesse. Das sind schon wieder solche Theorien, die eigentlich von dem eigentlichen Schwein ablenken sollen. Naja, ich bin halt ein bisschen skeptisch, weil ich schon denke, dass die
dass die Linken ja immer für Palästina sind und so weiter und so fort. Und dass die halt vielleicht auch gar nicht davor zurückschrecken. Also gut. Ja, aber für sowas eher wohl nicht. Gut, ich habe es ja auch jetzt erst gerade bei YouTube gesehen, dass ihr online seid. Ja, und wollte halt einfach mal mitbabbeln. Vielleicht kann sich auch mal nachher jemand melden, der das Video gesehen hat. Ich habe jetzt schon mal so grob im Chat gesehen und einen geilen Superchat, dass es wohl auch dieses Video jetzt im Internet schon kursiert. Da möchte ich gleich warnen, Leute. Es gab bei dem Video von Christchurch viele Leute, die angeklagt worden sind, weil sie dieses Video verteilen. Ich würde es zwar, wie gesagt, auch gerne sehen, aber vielleicht hat es ja jemand gesehen und kann mal berichten, was in diesen 35 Minuten zu sehen war und was der Typ vor allem gelabert hat. Das wäre natürlich interessant, um jetzt auch den genauer zu beurteilen. Ne? Ja, was natürlich auch eine Theorie ist, nur, dass man, weil du hast vorhin auch schon angesprochen, vielleicht noch mehr zensieren will. Das wäre natürlich eine Option auch noch, weil irgendwie muss das einen Sinn. Ich glaube nicht daran, dass der Typ... Ja, also der hat nicht gemordet, damit im Auftrag der Bundesregierung, damit mehr zensiert werden kann. Aber natürlich wird jetzt kommen, dass man will das Internet ja sowieso noch stärker zensieren. Das wurde ja in den letzten Monaten schon immer wieder diskutiert. Das wird man jetzt natürlich nutzen, indem man sagt, ja, auch Facebook, auch Twitch und so weiter und so fort, das sind alle mit Schuld, die waren jetzt alle damit reingeschmissen natürlich. Ganz klar, das wird man jetzt ausschlachten. Ja, das ist eh grausam. Ja, und wie gesagt, auch mein Beileid für alle. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie jüdische Leute mit gestorben sind oder verletzt worden sind oder so. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann ich was sagen. Habe ich noch nichts davon gehört. Okay. Kann man gar nichts dazu sagen. Also wahrscheinlich nicht. Also ich habe nur mitbekommen, dass wohl die Synagoge auch eine entsprechende Sicherheitsanlage hat. Und einer von der Synagoge soll gesagt haben, dass sie im Video gesehen haben, dass da vor der Tür, die Tür ist also wahrscheinlich verschlossen gewesen mit Kamera, dass dort einer steht mit Waffe und man hätte auf der Überwachungskamera gesehen, dass er versucht mit der Waffe die Tür aufzuschießen. Also der wollte natürlich in diese Synagoge rein und es hat dann halt nicht geklappt. Also man muss auch ganz klar sagen, dieser Anschlag ist gescheitert. Es gab zwar trotzdem zwei Tote und Verletzte, aber der eigentliche Anschlag in der Synagoge wahrscheinlich ein Blutbad anzurichten, ähnlich wie in Christchurch, also um sich zu ballern beim Gebet, das ist gescheitert und das wäre natürlich, um Gottes Willen, das wäre da kann man gar nicht drüber nachdenken. Na, Gott sei Dank. Obwohl ja zwei Tote schon zu viel sind. So ist es. Also, ja. So ist es. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe ja gar nichts mehr zu sagen. Okay. Ich lausche den Stream noch ein bisschen und chatte ein bisschen. Ja, macht es. Und macht weiter so. Jawohl. Vielen Dank. Schön, dass du dich gemeldet hast. Gerne. Danke. Gerne. Tschüss. Ciao. Ah, ja, der nächste Anrufer. Hallo, wer ist dran? Hallo? Keiner dran? Moment, dann nehmen wir den nächsten. Hallo, wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist der Falk. Hallo Falk, ich grüße dich. Ich wollte noch was zu dem aktuellen Thema sagen. Ja, sag mal bitte was dazu, ja. Und zwar, ich hab mir das Video angeschaut, was ja auch bei NTV zu sehen war, ne? Wo er auf der Straße schießt, meinst du? Wie bitte? Wo er auf der Straße hinter dem Auto seine Waffe lädt und immer wieder in eine bestimmte Richtung schießt, ja, okay? Genau. Aber ich hab mir das mit meiner Lebensgefährtin, bin ich das mal Schritt für Schritt durchgegangen, ne? Weil VLC-Player kann man Geschwindigkeit verringern und so weiter, ne? Da sieht man so mal ein paar Sachen, die sollten einen auffallen. Ist euch mal in den Sinn gekommen, dass dieser Mann ein absoluter Profi ist? Der Mann hat ein Fahrsicherheitstraining. Mhm. Und er ist mit Präzision vorgegangen. Sprich, es könnte ein Polizist gewesen sein. Könnte alles möglich sein. Fahrsicherheitstraining würde ich jetzt schon wieder bestreiten, weil er ja einen Unfall gebaut hat auf der Landstraße. Ja, aber wie er mit diesem VW weggefahren ist. Ach so, und okay. Vor allem, der Mann hatte die erste Waffe, die er dort, als er aus dem Auto gestiegen ist, hatte eine Waffe in der Hand, ne? Mhm. Damit hat er auch gefeuert. Ja. Das war übrigens eine Waffe, mit der man Gummigeschosse abfeuert. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil es so komisch war. Das war nämlich dieses
Plopp-Geräusch, was man genau nämlich hört. Aber ich glaube, ähnliche Geräusche geben auch so Granat oder solche Ja, das auch. Aber es gab danach noch einen Schuss aus einer anderen Waffe. Man sieht aber ganz genau auf dem Video, dass der Mann von etwas getroffen wird. Ja. Auf der Fahrerseite. Er liegt da eine Weile und er kriecht dann ins Auto und wie in einem Fahrsicherheitstraining macht er sich mit dem Auto auf und davon. Das habe ich gar nicht gesehen, das Video leider, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, aber... Das war bei NTV die ganze Zeit zu sehen. Also man wird wahrscheinlich schon rausfinden, dass es halt jemand ist, der sich ganz stark radikalisiert hat und sie natürlich auch mit Waffen gut auskennen. Natürlich wird jetzt auch der Ruf kommen, Waffengesetze müssen verschärft werden. Ja, und aber natürlich, aber erstaunlich finde, ich will dich jetzt nicht persönlich angreifen, aber du bist ein Opfer der Propaganda geworden, denn gerade bei NTV und auch auf den anderen Sendern wurde sofort gesagt, ja, es ist ein rechtsextremistischer Anschlag. Ja, ich weiß, es wurde darüber gesprochen, eine halbe Stunde, dann kam noch der Nachsatz nach dem Motto, wir wissen es aber noch nicht genau. Richtig. Das stimmt schon, das ist mir schon aufgefallen. Aber ganz ehrlich, das war auch nach den ersten Details, die ich gehört habe, Synagoge, dann der Typ quasi im Foto in der Kampfmontur. Da habe ich mir schon gedacht, so läuft ein Dschihadist nicht rum. Das ist richtig. Und ich habe aber bei NTV haben sie noch eine kurze Aufnahme gezeigt, und zwar von dem Dönerimbiss, ne? Dort ist ein Polizist hingelaufen, weil, ne, Einsatzbereich und so weiter. Und mir ist mir aufgefallen, der Polizist hat, wenn man die schusssichere Weste wegnimmt mit der Aufschrift Polizei, stimmt haargenau mit der Kleidung überein, die schwarze Hose mit diesen Klettteilen am Bein und dieses olivgrüne Shirt oder was das sein soll. Und damit sagst du sozusagen, es ist ein Polizist. Ich denke einfach, dass es einer ist, der sich eben auch eine schusssichere Weste gekauft hat, die man halt auch kaufen kann ohne Aufdruck. Ja, aber ich bin der Meinung, dass diese Montur noch nicht einmal in einem NATO-Shop zu haben ist. Ja, die kannst du im Internet bestellen, da fährst du nach Tschechien rüber, da kriegst du an jede Ecke. Okay. Solche Sachen ist unproblematisch. Das hat ja ein Experte da heute auch bei NTV gesagt. Das kann man sich alles im Ausland besorgen. Das sind auch Dinge, solche Westen kaufen sich ja viele Polizisten auch privat. Ja, das heißt, die kannst du frei im Internet, die kannst du überall kaufen, das ist gar kein Problem. Ja, die gibt's auch bei eBay. Und wenn du die in die USA bestellst, kannst du da auch CIA drauf drucken lassen und dann geht die auch durch den Zoll, weil das ja nichts Verbotenes ist. Aber hier, weil du gerade diesen Experten von NTV und angesprochen hast, sage ich dir ganz klar. Ja, ich habe auf allen Kanälen heute geschaut und ich muss auch gleich sagen, es ist wieder peinlich, was die öffentlich-rechtlichen Medien abgeliefert haben. Natürlich. Nur auf Tagesschau 24 lief so ein roter Banner durch. Eigentlich muss man ganz klar sagen, wenn sowas ist, NTV, Welt, das muss man einschalten, das sind die Kanäle, die sofort reagieren. Die waren sofort drauf. Phoenix wieder voll versagt und was war noch, Al Jazeera hat berichtet, ein paar ausländische Kanäle. War eigentlich tote Hose. Und was auch irgendwie auffällt, da würde ich nämlich dann den Rechtsextremismus ausschließen wollen. Wo bleibt das Statement von Steinmeier und der Frau Bundeskanzler? Ja, das wird schon noch, das, wenn es noch rechts ist. Das wird schon noch kommen, das Statement. Was soll denn das ausschließen? Weil Cem Özdemir zum Beispiel hat über Twitter, hat ja so einen Post abgesetzt. So, und ich möchte jetzt diesen Mann nicht in Schutz nehmen oder so, aber da war nicht definitiv auch nichts von Rechtsextremismus. Ja, weil das ist ja die alles wären auch normalerweise die Ersten, die da aufspringen. Ja, aber es ist ja auch noch nicht hundertprozentig klar, aber ich persönlich würde sagen, es ist riecht zu 99% danach. Ja. Na? Also da brauchen wir jetzt nicht argumentieren, bloß weil die Frau Kanzlerin noch nichts gesagt hat. Warte noch mal eine Stunde, dann wird die natürlich... Das ist richtig. Ja. Aber mich wundert, ich meine, Steinmeier ist doch in Leipzig, das ist nur ein paar Kilometer weit weg. Ja, aber ich meine, der muss sich auch erstmal kundig machen und warum soll der jetzt unter ungelegte Eier reden? Der muss sich auch erstmal kundig machen. Na gut, ich meine, der Mann ist bekannt für schnell. Ich meine, darfst du vergessen, die Merkel hat damals mit den Hetzjagden auch einen Fehler gemacht, indem sie gleich reagiert hat. Die ist auch schlauer geworden, ein bisschen vorsichtiger zu sein, ne? Na, aber eben, wie gesagt, zum Vorgehen dieses Täters, wie gesagt, dieses Video, was der Mann, der hatte sich, glaube ich, bei NTV nämlich auch geäußert, der hat wohl so eine Fernsehproduktionsfirma da in Halle. Und wenn man sich dieses Video anguckt und auch das aus der zweiten Perspektive, wo man dieses Plop richtig hören kann,
Da kann ich auch nur verweisen auf das Attentat in Christchurch. Der Mann ist auch ein Profi gewesen. Ja, aber gerade dieses, wo er da rumgeschossen hat mit diesem komischen Wurfgeschoss, Granatwerfer oder was es gewesen ist, da muss ich sagen, da habe ich ihn am allerwenigsten von Profi gehalten, weil da stand er minutenlang hinterm Auto, hat nachgeladen, immer in die gleiche Richtung geschossen. Ja, und vor allem auf was hat er geschossen und was hat er überhaupt verschossen? Ich meine, Tränengas. Der Experte von NTV sagte ganz klar, es wären Menschenmassen gewesen, also Menschengruppen, und hier dieser Kameramann, der dieses Video gemacht hat, diese Aufnahme, sagte dies auch. Und ich habe aber keinen Schwenk zu dieser Menschengruppe gesehen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Das halte ich für Quatsch. Diese Theorie glaube ich nicht. Ja. Na gut, schauen wir mal, was der Nächste sagt. Danke, dass du dich gemeldet hast. Nichts zu danken. Danke, dann tschüss. Wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Sendung. Danke, tschüss, ciao. Jo, tschüss. Der Nächste, hallo. Wen darf ich begrüßen? Hallo, Alex. Hallo. Hier ist der Heinrich. Heinrich, hallo. Ja, also ich habe das Video auch gesehen. Welches jetzt genau? Das mit den 35 Minuten. Minuten, okay, alles klar. Also das, wo er... Livestream da, was er da bei BitTube, glaube ich, abgesetzt hat. Aha, also das heißt, das Video, was er selber gestreamt hat, sozusagen. Genau. Mhm. Also und dann ist das wahrscheinlich dann 35 Minuten ungeschnitten, so ähnlich wie das bei Christchurch wahrscheinlich. So, genau. Ja. Okay, erzähl mal, das ist ja sehr interessant, erzähl mal, was dein Eindruck ist. Also mein Eindruck war... Also es fängt so an, er steigt ins Auto ein, von da, wo er wegfährt zu dieser Synagoge. Also wie Christchurch, schon mal so weit? Ja, genau. Man sieht, er macht dann noch irgendwas am Laptop. Wahrscheinlich hat er die direkte Übertragung zu BitTube oder wie auch immer da vorbereitet. Mhm. Das hat er am Beifahrersitz gehabt. Und dann ging es weiter, dann fuhr er los. Und er wollte wohl direkt zu dieser Synagoge. Mhm, da hat er dann davor auch stehen geblieben. Hat dann auf der Beifahrerseite im Fußraum, hat er dann seine Waffen, ja, was ich gesehen habe, war es wohl eine MP, eine silberne. Und das zweite sah eher aus, das ist das, wo die jetzt immer alle sagen, wo es so plopp gemacht hat. Das sah eher aus wie ein Eigenbau von einer Schrotflinte. Ja, oder es ist gerade so eine Schrotflinte gewesen sein, mit der man eben auch solche Gaspatronen verschießen kann. Ja, weiß ich nicht. Aber er hat erst versucht, anscheinend in den Haupteingang reinzukommen. Der war dann verschlossen. Ja. Dann ist rechts davon war dann anscheinend noch ein Tor, wo es irgendwo in den Garten oder Friedhof, was das sein soll, reingeht. Da war zwar die Tür ein Spalt offen, aber er konnte sie nicht ganz aufmachen. Mhm, okay. Und dann hat er da ein bisschen rumgemacht und also man hat ihn sehr schlecht verstanden, was er sagt. Ja. Hast du denn überhaupt was verstanden, was er sagt? Doch einzelne Wortfetzen, aber was mich erstaunt hat, er war relativ ruhig. Ja, war der Christchurch-Attentäter auch? Also der, hätte ich es jetzt nicht besser gewusst, ja, hätte ich gedacht, das ist irgendein Joke. Ja, also da muss ich dazu sagen, das macht den Eindruck, dass wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich es mit dem Christchurch-Attentäter vergleiche, als wenn man ein Videospiel schaut, ja, da sitzt man ja vor seinem Computer oder was auch immer, in sichere Entfernung und steuert seine Figur. Und so also ähnlich war das auch, total konzentriert, abgebrüht, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, genau. Ja, ja, dann wie gesagt, dann hat er halt diesen, ist er nochmal ins Auto und dann hat er, ich denke mal, es war ein Sprengsatz. Ja, den hat er geholt und den hat er dann da in diese Tür von diesem Innenhof da, in diesen Spalt gesteckt, dann hat sie gezündet. Mhm. Und da ging dann eine korpulentere Frau vorbei. Und die hat ihn dann ja, relativ drum angemacht, ob das sein muss, wenn sie da gerade vorbeigeht. Und in dem Moment, wo sie auf Höhe seines Autos war, hat er sie von hinten abgeknallt. Oh, mhm. Solche Szenen waren natürlich im Christchurch-Video auch drin. Also ich hoffe, dass ich dieses Video noch irgendwie zu sehen kriege, weil ich
einfach mir da einen Eindruck verschaffen möchte. Also ich kann gesagt, jetzt nicht dazu auffordern, mir das zuzuschicken. Ich schicke dir dann im Anschluss mal nicht. Ja, hoffentlich kann ich es dann noch abrufen nach der Sendung. Nein, ich hab's. Ja, okay. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also Wahnsinn ist es, ja. Ja. Und ja, dann ging's weiter. Er war total unaufgeregt. Mhm. Er war unaufgeregt und dann ist er wieder zum anderen Eingang gelaufen und wieder zurück. Und beim Zurücklaufen hast du dann gesehen, da ist dann anscheinend ein Handwerker ist schon stehen geblieben, ein älterer Herr. Was sie gesprochen haben, weiß ich nicht. Und der hat die Frau da liegen sehen und hat dann irgendwie schon mitgekriegt, dass der da nichts Gutes im Sinn hat. Der hat dann auch die Waffe auf ihn gerichtet und der ist dann ins Auto eingestiegen und ist natürlich abgedampft. Und die Frau, die er getötet hat, konnte man da irgendwie erkennen, welche Nationalität, welche Herkunft die ist? Die war deutsch. Die war deutsch. Die war deutsch. Das ist dann der große Unterschied zu dem Attentäter in Church da, denn der hat sich ganz klar mit seiner Waffe immer nur auf Muslime gerichtet und dieses dumme Schwein hat jetzt dann offensichtlich gleich die erste Landsfrau in Anführungszeichen umgebracht. Nein, also dieser Vollidiot, da kannst du auch gar nicht anders sagen, dem war es völlig egal, wenn der da schießt und das hast du auch gesehen, er ist dann auch im Nachgang, ist er nochmal ins Auto rumgegangen, da hat er, obwohl sie am Boden lag, er hat dann nochmal auf sie geschossen. Krass, das hat der Child Church Attentäter übrigens bei der einen Frau, die er da auf dem Gehweg da erschossen hat, auch gemacht. Übrigens, also da würde man ja sprechen, dass es Nachahmungstäter war natürlich, ja. Was natürlich auch wieder dafür spricht, dass das Internet zensiert werden muss. Also da wird uns einiges jetzt erwarten. Dass er natürlich jetzt hier gleich jemanden, einen Passanten oder Passantin jetzt einfach so kaltblütig abschießt, spricht natürlich etwas dagegen, dass es vielleicht jetzt jemand ist, der wirklich nur auf Juden fixiert war. Und also ich denke schon, dass das sein Ziel war. Mhm. Diese Synagoge, das hast du ja auch gemerkt, die hat auch ganz zielgerichtet angefahren. Und nachdem alles verschlossen war, du hast ja noch ein paar Mal Scheiße gehört und nachdem er halt die Frau dann da erschossen hatte, ist er dann ins Auto gestiegen, ist weitergefahren. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der im Vergleich zu dem Child Church Attentäter ein derartiger Volltrottel. Also wer reingekommen in die Synagoge, wäre es wirklich anders. Genau. Da sollen angeblich 80 Leute drin gewesen sein. In Child Church waren es ja auch so viele, die haben euch dann die Flucht ergriffen. Ich meine, wenn du als Einzeltäter da reinkommst und bist trotzdem perfekt bewaffnet, ist es schwierig, da natürlich, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, jetzt alle zu treffen. Aber wenn er reingekommen wäre, dann wäre es blutig geworden. Dann wäre es blutig geworden, dann wäre das von der Dimension her völlig vergleichbar und ich könnte kotzen. Alex, da kannst du ja auch nicht von der rechtsradikalen oder rechtsrassistischen Tat sprechen. Das ist ein Geisteskranker gewesen. Da weiß ich nicht, wo der... Na, das passt leider auch nicht, Heinrich. Ich bin jetzt auch gerade, du hast völlig recht, was du sagst. Natürlich, es gibt viele Rechtsradikale, die würden sowas nie machen. Der war geisteskrank. Also wer sowas mit so einer Gelassenheit macht. Nein, wer sowas mit so einer Gelassenheit macht, der ist nicht geisteskrank, der hat sich voll unter Kontrolle. Aber er ist natürlich krank, er hat kranke Ideen, kranke Weltanschauungen wahrscheinlich, in irgendeiner Form. Aber ich würde den jetzt nicht, also wenn du oder mit geisteskrank sagen, unzurechnungsfähig, ja, war der nicht, sondern der war er hat seinen Plan durchgezogen offensichtlich und das ist natürlich schrecklich. Ja, gut. Ich kann ihn gar nicht in den Kategorien. Kannst du sowas ja nicht als normalen Menschen bezeichnen. Wenn das war geplant, dahin zu gehen, das konntest du auch sehen. Und wie gesagt, für mich ist das. Und was geil, wirklich geil. Ganz schlimm ist, Heinrich, wenn ich es noch sagen darf, dann hole ich auch gleich den nächsten Anrufer rein, ist, dass das jetzt anscheinend eine richtige, von der Art her und von dem Ablauf her, unfassbar ähnlich mit dem Child Church Attentäter ist. Diese Dönerbude da ja. War anscheinend auch,
Das war eine spontane Geschichte. Er ist dann weitergefahren, dann kam er auf eine Hauptstraße und gegenüber, wo er da auf die Hauptstraße zugefahren ist, gegenüber war die Dönerbude. Und hat das Auto stehen lassen, ist zu Fuß über die Straße und ist da rein. Dann hat er gesehen, ein paar Leute sind dann weggelaufen und zwei haben sich, weiß ich nicht, waren es zwei Kühlschränke oder was, haben sich da versteckt und er hat dann mit seiner komischen Waffe da, mit seiner selbstgebauten herumgefuchtelt. Die hat anscheinend nicht so funktioniert, wie er gedacht hatte. Und dann ist er wieder an den Tresen vor und hat wieder irgendwas rumgefuchtelt und dann ging er nochmal um die Ecke, wo die zwei Kühlschränke standen und einer von den beiden, der sich versteckt hat, ist inzwischen um die Ecke und den zweiten, den hat er dann erschossen. Ja. Total irre, wirklich. Aber nicht auf einmal, der ist dann nochmal raus, das Auto hat irgendwas geholt, das hat man aber nicht gesehen, was. Und dann ist er nochmal in den Dönerladen rein und dann geht er nochmal um die Ecke und dann hat er irgendwie sowas Sinngemäßes gesagt, ja, der liebt ja doch noch. Ja. Mhm. Hat er nochmal auf ihn geschossen, zweimal oder dreimal. Und das ist, ja, ich weiß nicht, mich entsetzt sowas. Ja, ganz schlimm. Also vielen Dank, dass du uns mal kurz diesen Einblick in dieses Video gegeben hast, ja. Weil es wird natürlich in den Medien nicht gezeigt werden, das ist völlig klar, auch in Ausschnitten nicht. Die Bild hat ja damals einen Teil dieses Child Church Attentat Videos gezeigt. Ja. Der Stürzenberger nebenbei auch, ist dafür ja auch, glaube ich, verurteilt worden, während die Bild-Zeitung nicht verurteilt worden ist, aber es wird natürlich dem normalen Zuschauer nicht gezeigt werden. Ist sicherlich auch ganz vernünftig, weil der Täter wird es wahrscheinlich gesehen haben und wird sich daran orientiert haben. Allein dieser Ablauf, ich setze mich ins Auto, ich schalte die Kamera ein, ich fahre zum Tatort, halte vorher nochmal ein, starte nochmal den Stream im Internet, check nochmal meine Waffen. Das ist ja wirklich völlig identisch. Ja, klar. Gut, ich habe das jetzt nicht gesehen. Ja, aber ich habe es noch voll im Kopf. Also das ist. Aber was ich vielleicht noch dazu sagen muss, mit der AfD hat das gar nichts zu tun. Nein, nicht. Aber es wird mit Sicherheit irgendwie, man wird bei der kleinsten Möglichkeit es in Verbindung bringen. Ja, aber wie gesagt, es liegt ja an uns, dagegen zu halten. Wie gesagt, du kannst es nicht verhindern. Es wird immer gestörte Menschen geben, egal welcher Nationalität. Ja, einer davon, er war halt jetzt ein Deutscher. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wird auch nicht so ein Aufsehens darum gemacht, wenn einer unserer neuen Gäste hier mit dem Messer rumfuchtelt und da ein paar um die Ecke bringt. Das wird auch nicht so an die Glocke gehängt. Und genauso müssen wir auch da umgehen mit der AfD. Man kann darüber denken, wie man will, ja, aber damit hat sie gar nichts zu tun. Ja, das ist uns schon klar. Das ist uns schon klar. Aber es wird nichts nützen, dass uns beiden das jetzt klar ist, ne? Nein, ja. Gut, Alex. Also danke. Wie gesagt, wir haben ja in den Kommentaren geschrieben, du hast gesagt, ich soll halt mal anrufen dann, ne? Genau. Das hab ich jetzt heute gemacht, also Bullebär. Okay. Und wenn du das Video möchtest, ich glaube, das kommt jetzt eh zeitverzögert, ne? Dann ich schick dir. Ja, ich werde es bestimmt auch noch vielleicht von jemand anderen kriegen, etc. Ich würde es einfach nur gerne mal sehen, um mir einen Einblick zu verschaffen. Ja. Und hab eigentlich also du denkst nicht, dass es ein Anschlag ist. Du siehst auch kein Blut. Ja, das ist ja das Verrückte, wenn ich es noch kurz sagen darf, ich hoffe, der Anrufer wartet noch, der jetzt schon wartet. Ja. Das war ja bei dem Christchurch-Video genauso. Ja, also du siehst, du hast auch wie man das aus dem Spielfilm kennt, ne, dass so die Waffe so ein bisschen so ein Licht raus, also so Feuer rauskommt vorne, ja. Weil das ist bei den ganzen Kinofilmen, sind das ja alles Platzpatronen. Da kommt quasi vorne das Feuer raus. Aber bei normalen Pistolen oder bei echten Waffen sozusagen, mit echter Munition, ist das ja nicht der Fall. Und da siehst du, wie der halt rumschießt und jemanden abknallt und du siehst, der fällt hin, etc. Aber denkst eigentlich gar nicht, wie ist der jetzt getroffen worden? Hat er schon geschossen, etc.? Und der ballert da um sich und die Leute liegen da und dann ist er schon nichts. Da siehst du gar kein Blut und gar nichts. Ne? Du hast bei der Frau, du hast nur von dieser MP diese Salve gehört. Ja. Und dann ist die nach vorne übergekippt. Du hast keinen Einschusslöcher gesehen, du hast kein Blut gesehen, gar nichts. Genau, weil das dauert auch eine Zeit lang, bis es austritt, etc. Das kann man also nicht. Ich hab dann nachher echt doch mal drüber nachdenken, war das jetzt echt
gefaked oder war das ein Joke? Da werden viele kommen und sagen, wird gefaked gewesen sein und was ich was alles. Jetzt werden die ganzen Verschwörungsspinner alle aus ihren Löchern kriechen. Das wird jetzt auch noch hart werden. Nein, so. weil die Bilder, die im Internet auch von Mainstream verteilt wurden, ja, die sind schon identisch von denen in diesem Video. Aha, okay. Also wo er da vor der Synagoge steht. Also das können sie nicht machen. Jawohl. Okay, ich danke dir, dass du dich gemeldet hast und berichtet hast davon. Vielen Dank. Na, tschüss. Danke, tschüss, ciao. So, es rufen viele an. Jeder kommt dran. Und wer ist jetzt bitte in der Leitung? Hallo, ich bin die Selina. Selina, ich grüße dich. Direkt aus Halle. Aus Halle direkt. Wie war der Tag für dich? Sehr, sehr geschockt, dramatisch, traurig, immer noch. Also sitzt immer noch sehr, sehr tief in mir. Ich glaube, wie bei dem Rest der Anwohner. Mhm. Bist du weit weg von dem Tatort? Und Nee, eigentlich gar nicht. Also Halle ist ja sehr verbunden, ja. Schon alleine mit dem Nahverkehr, auch mit dem Straßenverkehr ist man schnell sofort überall da. Und es kommen ja auch viele Spekulationen, könnte von einem Krimi sein, könnte ein Film sein und so. Nein, war es aber wirklich nicht. Es war wirklich hier, es war wirklich Katastrophe. Es wurde Massenpanik ausgelöst. Die Kindergärten, die waren vollkommen verbarrikadiert, genauso wie die ganze Innenstadt, die ganzen Geschäfte. Es wurde niemand rein und rausgelassen. Die ganzen Autobahnen, die ganzen Zugänge allein zu der Stadt nach Halle war total zu. Es kam wirklich niemand mehr aus Halle raus und niemand mehr rein. Und es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Also die Stadt, die war dann auch irgendwann quasi wie tot, kann man das so sagen. Es sind halt wirklich keine Straßenbahnen mehr gefahren. Also da, wo der tägliche Trubel war, war auf einmal nichts mehr. Und krass. Natürlich hat man vereinzelt Leute gesehen, aber die waren dann halt mehr außerhalb, weit von dem Tatort weg, ja, was dort passiert ist. Es war dann halt doch schon ganz, ganz schlimm. Die Kaufhäuser, die haben dann auch einzelne Passanten noch mit reingewunken, dass da dann endlich, es war generell schlimm zu sehen, wie gepanzerte Fahrzeuge auf einmal über die Straßenbahn Schienen fahren und auch dort nochmal die Passanten bitten, von den Straßen zu verschwinden und alles. Das war schon eine ganz komische Situation, ne? Gerade mal, weil es auch nichts Alltägliches ist. Ich meine, was natürlich toll ist, dass man sieht, dass die Polizei dann doch relativ schnell mittlerweile mit einem Riesenaufgebot da anmarschieren kann. Aber das ist natürlich sehr gespenstisch, dass dann alle müssen dann im Geschäft bleiben, können nicht nach Hause über Stunden hinweg. Ja, der öffentliche. Ja, das war in der Kita auch so, ja. Es, zumal viele Eltern, die gehen ja auch arbeiten, ja, klar, verständlich halt, ne? Und die konnten ihre Arbeit nicht mal verlassen, um in den Kindergarten zu fahren, um nach ihrem Kind zu gucken, ja. Das war bei mir ja auch so. Ich bin dann halt wirklich durch die Stadt gehetzt mit dem Auto. Es war mir auch wirklich in dem Moment egal gewesen, dass ein Aufruf gestartet wurde, dass wir zu Hause bleiben sollten, sondern ich bin in diese Kita rein und habe dort mein Kind geschnappt und bin mit dem nach Hause, obwohl man mich gewarnt hat, obwohl man auch sagte, so, wir können sie nicht gehen lassen. Das war mir in dem Moment ehrlich gesagt egal. Ich wollte nur mein Kind bei mir haben, weil das Telefon, das war gar nicht mehr still gewesen. Die Chefin von meinem Freund rufte an und meinte, hier, du musst zu Hause bleiben, du kannst nicht zur Arbeit kommen. Und es kam eine Panik nach der anderen, ja. Von allen Seiten hört man auf einmal, naja, da Amoklauf und Anschlag und da wird man total panisch, ja. Man weiß gar nicht, was man machen soll. Vor allem, wie reagiert man denn in so einer Situation? Wenn man es jetzt in anderen Städten hört, wie es in München war oder sonst wo, dann denkt man sich, oh Gott, scheiße, ne, tut mir leid, zum Glück ist das hier nicht. Ja, man rechnet auch nicht damit, dass das auf einmal passiert. Zumal hier in Halle auch sehr viele irgendwelche Knalltüten mal mit einer Schreckschuss aus dem Fenster schießen. Da denkt man sich dann nichts dabei. Ja, aber als dann da immer weiter und weiter und dann auf einmal überall in den Nachrichten war, da wusste man, okay, das ist ernst. Ja, du kannst da jetzt echt nicht mehr das Haus verlassen. Das ist jetzt wirklich deren Scheiß ernst, dass dort Täter rumlaufen, die bewaffnet sind. Das ist dann schon was anderes, wie wenn da jemand nachts mal mit der Schreckschuss aus dem Fenster schießt. Ja, ja. Also kann man auch sagen, die ganze Stadt war unter Schock? Definitiv, immer noch. Immer noch. Also die Nachbarin, die hat hier schon gesagt, die geht auf jeden Fall nicht raus, die geht auf jeden Fall. Mein Bruder hat schon seinen Chef angerufen und gesagt, ich komme nicht auf Arbeit. Also es sind schon einige hier, die sehr geschockt sind, die sich auch nicht mehr trauen, rauszugehen. Kann man auch natürlich nachvollziehen. Mhm.
Es ist halt schwierig, ja, auch wenn die Polizei sagt, naja, ist wieder alles sicher und die Straßenbahnen wieder fahren. Man fühlt sich trotzdem nicht wohl rauszugehen. Man Natürlich. Fühlt sich einfach generell nicht sicher. Ja, kann ich verstehen. Ich meine, auch wenn die Polizei wahrscheinlich schnell reagiert, ja, aber in dem Moment, wo es dann passiert, passiert es dann eben. Mhm. Und davor der Mann, der jetzt am Telefon war, mit dem Ausschnitt mit der Frau, den habe ich auch gesehen und es ist wirklich der reinste Horror, ja. Mhm, ich weiß okay. nicht, wahrscheinlich in dem Video sah man, dass der Mann die Waffe an die Mauer lehnte und ich weiß nicht, ob die Frau die Waffe nicht wahrgenommen hat oder es nicht sehen konnte, aber in dem Moment, wo der Mann halt wirklich mit der Waffe dann auf sie gezielt hat, dann hat sie doch schon Panik bekommen und das hat mir dann das Herz zerrissen, ja, diesen Moment, dass der da einfach auf die losfeuerte. Das war dann halt schon hart, ja. Das wünscht man sich nicht, das ist unvorstellbar. Ja, ja. Gerade noch, wenn es vor der eigenen Haustür passiert. Mhm. Genauso tut es mir auch unendlich leid für den Bauarbeiter oder Maler, der das war, der dann da auch vor dem Dönerladen direkt erschossen wurde. Mhm. Genauso tut es mir auch leid für den Inhaber des Ladens. Der muss ja auch einen völligen Schock davon getragen haben, dass ja. da auf einmal jemand irre steht. Verrückt alles, total verrückt. Ja, verrückt, das ist gestört, ja, gestört, also, ich weiß nicht. Es ärgert mich, ich weiß nicht, ob das jetzt, es ärgert mich viel mehr als dieses Attentat in Tschatschke, na, du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, ich weiß. Neuseeland, sage ich jetzt lieber mal einfach. Und zwar, ich bin gerade überlegen, warum, weil es uns jetzt viel mehr betrifft, ja, weil es uns auch politisch natürlich viel mehr betrifft. Definitiv. Und weil es jetzt natürlich, es ist nicht, weil es bei uns jetzt um die Ecke war, das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem, was ich habe gerade, sondern das Problem ist, dass es einfach jetzt wirklich Auswirkungen haben wird. Es wird hier wieder diskutiert werden und. Es wird uns jetzt beschäftigen und das ist nicht so weit weg. Und ja, aber ist dieser Moment nicht traurig, dass es uns erst jetzt beschäftigt, nachdem es jetzt direkt hier in der Nähe passiert? Ja, also das ist aber auch gereicht, menschlich. Von den anderen Ländern? Ja, aber hat es nicht schon gereicht, dass es in anderen Ländern passiert ist? Muss es erst hier knallen, damit wir überhaupt checken, was auf dieser Erde passiert? Ja. Das ist doch eigentlich traurig, ja. Ja, ich hoffe, dass es vor allem diese ganzen Spinner, die wir auch in der rechten Szene haben, die immer sagen, Verschwörungstheorie, alles gefälscht, alles inszeniert, False Flag, Israel ist schuld und so weiter und so fort und die da immer die, dass die auch mal alle aufwachen und sagen, die müssen mal jetzt mal aus ihrer ganzen NPD-rechten nationalen Ecke da rauskommen und sagen, entweder bin ich ein rechtsextremer Nazi oder ich will einfach ein normaler, konservativer Rechter sein. Das stimmt, aber was mich generell an allen Menschen stört, ist der Punkt, wir sind alle auf einem Planeten, ja? Wo wollen wir hinflüchten? Wo? Ich meine, wenn es jetzt hier kracht und da kracht und da kracht, wohin wollen wir flüchten? Wir sind alle auf der Erde gefangen. Ja, es geht immer nur um Krieg wegen irrelevanten Hass und wegen Egoismus und wegen Streit, wegen Politik, ja? Ich finde es persönlich ganz schlimm, weil die Menschen sich dessen nicht bewussten, dass wir nie flüchten können. Wir können von einem Land zum anderen, aber es wird immer wieder dasselbe sein. Die Menschen, die wachen nicht auf. Und gerade Nazis und IS-Terroristen und weiß der Geier, das sind für mich keine Nazis und keine IS-Terroristen. Das sind für mich einfach, schlicht und einfach geistig gestörte Menschen. Ja. Die dürften in der Welt gar nicht frei rumlaufen. Ja, schon allein, dass es eine Partei wie die NPD gab, das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte es einfach nicht geben dürfen. Ich kann dürfen, die NPD jetzt gar nicht beurteilen. Also ich gehe immer davon aus, dass in der NPD ein ganz, ganz großer Teil der Leute, die dort sind, auch sowas nicht befürworten oder sowas in der Art. Und das ist schon nochmal eine ganz kranker, würde ich sagen. Na, ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die ganze NPD durch den Dreck ziehen. Ja, ja. Definitiv nicht. Da will ich jetzt nicht. Aber ich erinnere mich, vor 4 Jahren oder so war das, vor 4 oder 3 Jahren, doch, vor 4 Jahren knapp müsste das gewesen sein. Da war in Halle auf dem Heimmarkt, da stand die NPD, also da war ein ganzer Stand von der NPD und die haben dort echt eine Reichsflagge rumgewedelt, ja, und haben dort dann auch die Ausländer schief angeguckt und alles. Und das war dann wieder ein Punkt, wo ich sage, das muss nicht sein. Ja, du kannst ja deine rechte Meinung haben, aber dann halt sie eben konstruktiv, ja. Ja, ja, ja. Man muss ja damit nicht direkt irgendwelche Ausländer, Asylanten oder sonst was anfeinden. Sowas gehört für mich nicht in die Politik. Mhm, ja.
Selina, toll, dass du dich gemeldet hast und direkt hier quasi vor Ort berichtet hast für uns. Ich bedanke dich für deinen Anruf und ich hole den nächsten rein. Danke sehr. Schönen Abend. Danke, tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ihr könnt anrufen, unsere Telefonnummer 0651 46 86, dreimal die drei, wie man anrufen kann, steht alles auf unserer Internetseite internetradiodeutschland1.com und da könnt ihr auch übrigens unseren Telegram-Kanal, der auch Radio Deutschland 1 heißt, abonnieren. Dann werdet ihr vor solchen Sondersendungen immer rechtzeitig informiert. Einfach oben bei Info Telegram anwählen oder uns einfach unter Radio Deutschland 1 bei Telegram suchen. So, jetzt kommt der nächste Anrufer. Guten Abend, wer ist dran? Hallo. Ja, guten Abend, hier ist Frank. Frank, guten Abend, hallo. Grüß dich. Frank, wie war der Tag für dich? Was hast du erlebt? Ja, also der Tag war spannend. Es war aufregend. Ja. Und ich habe jetzt eure ganze Diskussion, eure Telefonate mit angehört im Radio. Habe das jetzt ausgemacht, damit es keinen Kopplungston Sehr gut. Ton gibt. Profi, ne? Danke. Ja, keine Frage. Aber ich persönlich kümmere mich viel um solche Sachen. Ich betätige mich sehr politisch und bin auch, glaube ich, informiert über die ganze Situation. Für mich persönlich ist es eine originale False-Flag-Aktion. Warum? Weil so einen Idioten wie diesen, den kann man schön benutzen. Das ist meine Grundmeinung. Aber für was? Den kann man schön benutzen für alles. Ja, für was denn? Ja, damit man jetzt alles, was rechts und konservatives damit beschmutzen kann. Die Wahl in Thüringen steht kurz bevor. Aber wer sollte denn sowas machen? Das macht doch keiner. Das macht keiner? Ja, wer sollte es denn machen? Das ist also nicht dein Ernst, ja? Ja, natürlich ist mein Ernst. Also, hast du schon mal was von der Tonking-Affäre gehört? Nein. Das ist die Affäre, die kurz vor dem Vietnamkrieg passiert ist. Ja, nee, pass auf, jetzt keine irgendwelchen alten Verschwörungstheorien. Also ich meine, wir müssen uns doch einig werden, dass hier... Diese Worte, diese Verschwörungstheorien, wieso... Nee, weil wir sind hier ein Edelsender, wir beschäftigen uns mit Verschwörungstheorien nicht. Und False Flag war das natürlich auch nicht. Die Affäre ist keine Verschwörungstheorie. Nee, wollen wir auch gar nicht drüber reden. Wir reden jetzt heute über diesen Anschlag in Halle und sonst nichts anderes. Und das war auch keine False Flag Aktion, weil das ist einfach nur, das ist jetzt Quatsch, der von irgendwelchen rechtsradikalen Spinnern verbreitet wird, um von der Sache abzulenken. Ja, okay. Das war eine kranke Sau, die Menschen umbringen wollte. Okay, und das hat er auch nicht gemacht, weil die Frau Merkel ihn angerufen hat oder sowas, wie du da andeuten möchtest, um die AfD oder irgendwas zu bewirken, sondern das hat er schon gemacht, weil er davon überzeugt ist. Ja, das behauptest du. Ja, das behaupte ich, weil das ist das naheliegendste, vernünftigste, wenn man klar denken kann. Also du meinst, nur der klar denken kann, weiß, logisch. Dass dieser Mann, wer würde denn sowas machen, dass jemand da nachts anruft und sagt, morgen gehst du mit der Waffe hin und erschießt irgendwelche Leute? Das macht keiner. Ne, so primitiv läuft das nicht. Ja, siehste. Und das andersrum läuft auch ganz nicht. Anders. Ja, da läuft das gar nichts anders. Das ist alles Verschwörungskacke. Ja. Und vor allen Dingen ganz schlimm jetzt in dieser Situation mit so einem Dreck von der eigentlichen Tat ablenken zu wollen. Das sind ja alles jetzt Dinge, um das zu relativieren und zu sagen, das war ja gar nicht so schlimm. Ja, das war keine schlimme Sau, die das gemacht hat, sondern das war halt einer, da steckt die Regierung dahinter. Das ist einfach bescheuertes, krankes, verschwörungstheoretisches Gekacke. Oh, das finde ich aber ganz gefährlich, was du gesagt hast. Nee, das ist nicht gefährlich. Ich hoffe, es hilft dir wenigstens, dass du mal geistig wenn klarkommst. Na? Frank, ich stell dir noch ein Rezept aus mit den blauen Pinneln, die große Packung. Kommt morgen per Post. Danke, dass du da warst. Okay. Tschüss. So, unser nächster Anrufer. Hallo, wer ist in der Leitung?
Ja, hallo, hier ist Andreas. Hallöchen, ich hoffe, ich muss dir das auch noch Rezept ausstellen, weil so viele blaue Pillen habe ich jetzt gar nicht mehr, muss ich sagen. Brauche ich kein Rezept. Okay, sehr gut. Alter, das war ein Spinner ist zu milde ausgedrückt. Man kann einfach gar nicht sagen, was man zu dem Kerl sagen soll. Ja, da gibt's nur die blauen Tabletten, mehr geht auch nicht. Und wenn, dann muss dir nach die Todespritze. Also Entschuldigung, da habe ich dann auch wirklich erst meinen Medizinschrank erschöpft. Ist ehrlich, ja. Da geht nur noch Einschläfern. Naja, Einschläfern, das ist eine gute Sache. Naja, also was da heute in Halle passiert ist, das ist schon eine Katastrophe. Ja, eine Katastrophe, ja, also, tatsächlich. Ja, was sagst du denn dazu, dass dieser, ich muss jetzt mal auch meine, also ich würde natürlich noch gerne vulgärer werden, aber dass diese kranke ... das auch noch gefilmt und ins Internet gestreamt hat? Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich weiß gar nicht, wie krank man im Hirn sein muss, um sowas überhaupt zu tun. Ja? Ja. Also dann noch im Internet zu verbreiten, ich weiß gar nicht, ja, denken kann er auch nicht. Ja, natürlich, der will natürlich genau wie dieser Christchurch-Attentäter den nächsten Nachahmer ranzüchten. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ist denn los? Fange die jetzt alle an, total durchzudrehen oder was? Ja. Ob man das jetzt von Limburg gesehen hat, ja, oder da gab es ja zum Glück keinen Toten, aber heute von Halle, ich bin fassungslos, ja. Also ich habe hier zusammengesessen mit meiner Frau, wir haben das auch uns alles angesehen, so schon mal die ersten Berichte, die rausgekommen sind, ja, Alter, also ich hatte auch zuerst eine falsche Meinung gehabt, ja, aber nee, das kann man nicht nachvollziehen. Ich weiß auch gar nicht, ja, in die Synagoge reinrennen. Weißt du, unser Land, ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist schon so dermaßen gespalten, ja. Und jetzt noch sowas obendrauf, also das geht nicht gut. Ich meine, man denkt doch zuerst dran, das ist vielleicht ein islamistischer Anschlag, ja. Aber richtig, dass irgendein arischer Idiot da meint, er müsste da jetzt nochmal für einen Adolf Hitler irgendein Geburtstagsgeschenk zusammenbasteln, also da kommt doch keiner drauf. Ja? Nee, da wäre ich auch nicht drauf. Das ist auch wirklich, da fragt man sich wirklich, also hoffe ich schon, dass man da rausfindet, wie das zustande kommt. Und man wird wahrscheinlich jetzt bei dem natürlich klar, dass wir jetzt beim Hausdurchsuchung machen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird er auch noch so ein Manifest veröffentlichen, wie der Christchurch-Attentäter auch, damit man dann sehen kann, was der so denkt und so weiter und so fort. Und wenn die AfD noch Glück hat, hat er der AfD auch noch 50 Euro gespendet. Da kann man nur hoffen, dass der digitale Chronist kein Geld bekommen hat. Mein Gott, das wäre schrecklich. Oder der Carsten Jahn, mein Gott. Oh Leute, prüft eure Kunden, dass euch nicht sowas passiert wie der Sellner hier sozusagen. Das Problem für mich liegt ja da drin. Jetzt wurde schon gesagt, dass das Hausversuchung. Ja. Also wenn es jetzt wirklich, der muss nur ein Anstecker von der AfD. Das schadet jetzt schon der AfD. Ja, natürlich, natürlich. Alter, im vollen Maße, wo die meisten sagen, oh nee, das ist nicht so, doch, das ist so. Genau so ist das auch nicht anders. Das wird ihm jetzt so, der war wahrscheinlich nicht Mitglied, aber der hat einen Anstecker daheim gehabt, ja, oder einen Aufkleber, ja, also, ja, damit müssen sie sich jetzt auch wieder rumärgern, weil die müssen ja eh für alles den Kopf hinhalten. Ich verstehe das nicht. Ich glaube manchmal jeden Tag irgendwie, ich glaube nicht, das ist so, jeden Tag steht ein Doofer auf. Aber wenn es ja nur ein Doofer wäre, aber wenn dann die Verrückten jetzt auch schon so anfangen, ja, den Sinn hinten dran verstehe ich einfach nicht. Nein, den kann man auch nicht verstehen. Ja. Also den werden wir vielleicht verstehen können, wenn dann von dem jetzt noch mehr bekannt wird oder wenn das auch so ein Manifest verfasst hat, ne? Ich meine, der Christchurch-Attentäter hat ja auch sowas gehabt, da konnte man sicherlich sich in seine Denke hineinversetzen, was da los ist, ne? Der hat ja auch Massenmigration und so weiter und so fort mit dabei gehabt. Bei dem bezweifle ich das jetzt sogar noch in gewisser Weise, weil der Attentäter ja in Christchurch, da gibt es einen großen Unterschied, der hat ja Muslime angegriffen. Ja, Juden angegriffen, das ist was ganz was anderes, das hat damit nichts zu tun. Er wollte Juden angreifen, das hat ja nicht funktioniert. Genau. Ja. Er wollte Juden angreifen, das hat nicht funktioniert, oder nehme ich andere, das ist mir egal. Gerade der mir über den Fuß läuft, den knall ich jetzt ab, was juckt mich das? Genau. Ja. Und dieses zielstrebige, das
dass das geplant war, klar, aber jetzt so kurz hineinander, erst das, ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt, ne? Richtig, das ist mir jetzt auch irgendwie, das habe ich jetzt in den letzten Minuten auch völlig ausgeblendet. Genau, der Unterschied ist ja der Kreisstadt-Attentäter, der war ja gegen Einwanderung. Der hat ein ganz anderes Motiv gehabt. Der ist die Muslime angegangen. Dieser Idiot jetzt hier, der wird wahrscheinlich mit Zuwanderung, das wird er wahrscheinlich unter Punkt 31 haben in seinem Manifest, nur ganz klein gedruckt. Der wird vorne wahrscheinlich irgendwelche anderen Sachen vom Adolf stehen haben. Und da geht's nur um die Juden. Das ist ja eine ganz andere Liga. Das ist ja... Das ist eine ganz andere Liga. Ja, heißt ja. Das, aber ich habe gesagt, für mich ist das... ich komme da noch nicht so richtig ganz raus. Es hieß ja dann erst, es wären 2 oder 3. Ja, und was man halt alles gehört hat, dann ja halt hat über die sozialen Medien, ja, es wären 2, es wären 3, dann war es dann doch nur einer. Ja, und dann diese Fake-Meldungen hier. Ich will sie gar nicht vorspielen hier von irgendwelchen Sprachnachrichten, wo ich Kopien bekommen habe von irgendwelchen Leuten, die erzählen, ich bin hier in Leipzig und hier kabert eine Autos und ballert rum und es liegen viele Tote auf der Straße. Wer verbreitet denn so einen Dreck im Internet? Wenn man das wüsste, ja. Ja, also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, diese Leute wirklich rausziehen aus Facebook und vor Gericht stellen. Ja, da muss ich ja sagen, wirklich, da ist es ja wirklich gerechtfertigt. Also das sind ja wirklich auch ganz kranke Schweine dann. Ja, klar, weil die Angst von den Menschen noch mehr schüren. Ja, ja? Genau. Panik schüren. Panik machen, sich dann noch so hinzustellen. Ich sag mal. Und diese Sprachnachrichten, die klingen ja auch in gewisser Weise glaubwürdig. Ja. Also als ich die bekommen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist die Presse noch nicht ein paar Minuten hinten dran. Das ist jetzt ganz frisch. Es waren aber auch Nachrichten dabei, die ich bekommen habe, die waren halt schon 4-5 Stunden alt. Von irgendeiner Krankenschwester war eine dabei, zum Beispiel aus dem Klinikum da aus Halle, die das halt an irgendeine Freundin geschickt hat. Da macht es weiter die Runde. Aber also allein diese Sachen da aus Leipzig, das nervt mich total. Also ganz schrecklich. Man muss immer weiter schön die Angst schüren, weiter, überall jetzt, ja. Überall machen, jetzt fängt das wieder überall an mit den Anschlägen, es werden jetzt genug Idioten rumlaufen mit Waffen und ja, drauf schießen und jetzt kommen die ganzen Nazis raus, ja. Heißt das, wie ich ja eben schon gesagt habe, Alex, ja, also wir sind wirklich schon so zerstritten selber, ja, und sowas hat natürlich noch gefehlt. Das wird jetzt bis aufs Letzte ausgeschlachtet. Ja. Also da gibt es jetzt Spezialsendungen, jetzt kommen wieder die ganzen Brennpunkt 1, Brennpunkt 2, Brennpunkt Deluxe und so weiter und so fort, Die Super-Experten kommen jetzt, ja, die analysieren den jetzt und weiß der Geier was, analysiert ist ja ganz schnell. Der hat einen Vollschaden, der ist als Kind zu oft vom Wickeltisch gefallen, was soll man mehr noch dazu sagen? Da kann man nichts mehr dazu sagen. Das ist richtig. Das ist für mich... Da wollen wir noch... Wir wollen bloß nicht hoffen, dass nicht noch irgendwelche Nachahmer kommen. Ja. Die meinen, der hat es jetzt durchgezogen, jetzt machen wir es auch. Ja. So, pass auf, der nächste Anruf erwartet, Andreas. Danke, dass du dich gemeldet hast. Ja. Alles klar, Alex, Danke, danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, jeder kommt dran, anrufen. Ihr müsst nur ein wenig länger klingeln lassen und öfters anrufen, dann kommt jeder hier dran. Und der nächste wartet ja schon ein bisschen. Und jetzt ist er da. Wer ist in der Leitung? Hallo. Ja, hi, hier ist Matze. Matze, hallo. Ja, genau, von Matthias. Aber sag ruhig Matze. Nee, wir sagen jetzt Matze, du, weil wir haben schon so viele Matthias, da ist es gut, wenn einer anders heißt. Gut, dann machen wir den Matze. Also ich wollte mich nochmal auf den Vorredner beziehen, der das Twitch-Video beschrieben hat. Ja, und hast du es auch gesehen? Ich habe es nicht gesehen, habe aber inzwischen rausgekriegt über viele ausländische Seiten wie die Independent oder OE24. Die haben dieses Twitch-Video gesichtet. Es ist auch dort genau beschrieben, so wie es derjenige vorhin geschildert hatte. Nur mit dem Unterschied, dass die auch dem, was er gesagt hat, rausgefiltert haben. Und weil das ja so undeutlich erschien. Und dementsprechend haben wir es hier wirklich mit einem Rechtsradikalen zu tun gehabt, der sich übrigens auch auf die Migration und allem bezogen hat, was hier in Deutschland abgeht. Also auch nur noch, Nur mit dem Unterschied, dass seine Konklusion nicht ist, die da oben, die Merkel ist schuld, seine Konklusion war, die Juden sind schuld. Aha. Das wäre alles ein Plan der Juden, die Migrationswelle nach Deutschland etc. pp. Dann ist der im Video halt, wie gesagt, vor die Tür
Judenhaus gegangen, vor der Synagoge gegangen und hat dort versucht, die Türe auch mit selbstgebastelten Sprengsätzen aufzukriegen, hat dann die Frau getötet, die ihm da über den Weg gelaufen ist, ist dann zu seinem Auto zurück, hat sich dort im Twitch-Stream nochmal entschuldigt, dass das nicht geklappt hat. Ja, ja, ja. Er würde jetzt anderen Dreck töten. Ja. Und daraufhin ist er dann losgefahren, kam bei diesem Dönerladen an, wo er die weiteren Mordtaten durchgeführt hat. Und ab dann beginnen erst die Mainstream-Videos. Das heißt, dort, wo er hinter diesem Auto steht, in den Mainstream-Videos und anfängt da so mit seiner Pumpgun da rumzuschießen, ja, bekommt er Gegenfeuer von der Polizei. Aha. Das ist der Moment, wo er dann in das Auto flitzt und abhaut. Das heißt, wir sehen hier nur Bilder von der Tat bei dem Dönerladen. Ja, okay. Und das war das Letzte. Danach ist er geflüchtet und danach ist er gesucht worden. Dann kam zu der Schießerei in Landsberg und der Twitch-Stream baute da auch aus. Ja. Auf. Also es war ein astreiner, rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker, ja, der halt Amok gelaufen ist und einen Amoklauf wie der Christchurch-Mörder machen wollte. Nur halt in seinem eigenen Manifest war halt quasi, die Juden sind an dem schuld. Die Juden sind alle schuld, um Gottes Willen. Genau, das und war denen ihre Planung, dass Deutschland von Migranten überrannt wird, etc. pp. Und jetzt will er sich rächen. Das ist ja das ganz Schlimme, dass es bei uns in der rechten Szene oder den konservativen Rechten, also alle, die im Prinzip ja links von einem Millimeter links, wie der Grönemeyer schon sagt, neben der Merkel stehen, dass sich da so viele kranke Idioten reinmischen, die immer sagen, Israel steckt hinter allem, genau, die Juden würden das alles machen, genau, diese ganzen kranken Schweine, die sagen, Merkel wäre eine Jüdin und so weiter und so fort. Diesen genau. Dreck, diesen Abschaum müssen wir entsorgen aus unserer Community. Ja, ist leider so. Und, muss ich jetzt mal so ganz deutlich sagen, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele im Chat aufregen, dann löscht euch oder geht zum Arzt, so viele Tabletten habe ich gar nicht da. Genau. Aber diese kranken Schweine, die müssen wir loswerden. Genau, und dieses False-Flag-Ding, also tut mir leid, ich stimme dir da komplett zu. Wie stellen die sich das vor, ja, dass da dass da monatelang mit dem jungen Mann dann geplant wird, pass mal auf, wie du es machst, starte deinen Twitch-Stream, leg los und hast du nicht gesehen, das können wir dann alles auf Nein. die anderen schieben. Ist doch völliger Bullshit. Also wenn das so eine blöde, allein dieses Wort, ich dieses Wort False-Flag höre, ja mein Gott, da kriege ich ja schon ein halbes Blutgerinnsel, da lagen meine ganzen Spritzen gar nicht mehr. Weil der Punkt ist, natürlich ist es das nicht, denn wenn jetzt jemand gesagt hätte, der Typ soll das machen, dann hätte man den natürlich auch mit guten Waffen ausgestattet, ja, und nicht mit irgendwas zusammengebastelten, was nicht explodiert oder was er da vor die Tür geworfen hat, was dann abgeprallt ist, so einen komischen Böller, den hätte man eine richtige Handgranate besorgt oder sowas. Das war ein Irrer. Na? Und das ist ganz, ganz schlimm und wir haben auch solche auch ganz viel, ich lese es ganz oft im Chat so, während so einer Sendung, es gibt ganz oft Kommentare unter YouTube-Videos von irgendwelchen Verschwörungsspinnern. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Ja, mehr brauche ich gar nicht dazu sagen. Kannst du eigentlich den nächsten ranholen? Ich glaube, ich habe mein Statement klar gemacht. Wie gesagt, ich habe es gesehen, wie gesagt, man kann brauchen, dass auf die Independent gehen oder OE24, wo das Twitch-Video quasi komplett beschrieben wird. Und wurde übrigens auch von Breitbart ist ja die amerikanische Rechte, wurde das Ganze auch unterstrichen. Also die haben nämlich das Twitch-Video auch gesehen. Ja, ja, ja. Und haben dort auch auf der Breitbart-Seite bereits drüber berichtet. Und dementsprechend würde ich das jetzt einfach mal so hinnehmen und aufhören mit diesem ganzen Bullshit-Gelabre hier, False Flag etc. Das war ein astreiner Nazi, der Gute. Ja, ja, ja. Und weil du gesagt hast, die haben da versucht rauszufinden, was der sagt. Was haben die denn da rausgefunden? Wenn also das wie gesagt, er hat erzählt, dass er den Juden die komplette Schuld gibt für diese ganze Migrantenkrise in Deutschland etc. pp. Und die Juden sind eh an allem schuld. Er hat, wie gesagt, dann sich nochmal entschuldigt im Twitch-Stream dafür, dass das mit der Synagoge nicht geklappt hat und ihr jetzt anderen Dreck töten wollt. Echt? Was? Und, was? Ja, das gibt's ja gar nicht. Unter anderem hat er auch noch gesagt, warte mal, er hat genau, und den ganzen Stream hat er gestartet mit dem Satz, auf Englisch hat er das gesagt, niemand rechnet mit der Internet-SS. Mein Gott, der ist ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen, der ist ja noch kranker als der Typ da aus Neuseeland. Nee, das glaube ich nicht. Also Christchurch habe ich gesehen und es tut mir leid, also wer da reingeht und mal eben 50 Leute über den Haufen schießt. Ja, ja, natürlich. Wirklich ja. Eis
kalt dann rausgeht, weiterfährt zur nächsten, das ist ja wohl, also sorry, der hat ja wirklich alles getötet. Von 80 bis 6. Und tut mir leid, das kann man meiner Meinung nach kaum toppen, von Eiskalt und Abgebrühtheit. Also das ist heftigst. Heftigst. Also ich bin da gespannt, ob ich das Video nachher noch irgendwie finde. Das irre. Der gestrige Tag war schon total irre, ne? Und jetzt der heutige auch. Und jetzt wäre ja übrigens auch ich bedroht. Das muss ich mal am Freitag dann erzählen, ne? Also, aber das ist ja Wahnsinn. Also, es ist Wahnsinn. Also, zur Zeit ist ja, drehen ja alle durch. Danke sehr. Ich hole die nächste rein. Ja, danke. Tschüss. Ja, klar. Ciao, ciao. Wahnsinn. Wahnsinn. Hallo. Wer ist in der Leitung? Ja, Namen. Christian hier. Christian. Guten Abend. Ich grüße dich. Hi. Hi. Ja, ich verfolge die Sendung jetzt schon eine Weile. Wie du hörst, ich bin auch aus dem Osten und tatsächlicherweise aus einer Stadt quasi direkt bei Halle. Ja. Habe halt auch ein bisschen das Flimmern bekommen, weil meine Familie in Halle gewesen ist. Ja, ja. Hallenmuseum und tralala. Und ja, zu der Tat selbst. Mir streut so ein bisschen auf. Klar wird das jetzt rechtsextrem und so weiter, aber wenn man bedenkt, der Typ war einfach auch zu blöd in die Synagoge. Er ist gezielt dahin gefahren, er wollte dahin. Ja, aber als er dann wirklich nicht reingekommen ist, weil er unfähig war, dass er dann plötzlich einfach auf irgendwelche Passanten schießt, das sagt für mich einfach nur, dem war das eigentlich scheißegal. Ja, ja. Hab ich natürlich. Ich meine, wenn der merkt jetzt zum Beispiel, dass dieser Anschlag scheitert, ne? Der hat jetzt gemerkt, er kommt da nicht rein, hätte er ja auch noch genügend Zeit gehabt, zum Beispiel abzuhauen. Also ich glaube, der ist wirklich mit dem Vorsatz reinzukommen, ich mache jetzt viel Schaden und ob ich dabei umkomme oder sowas, ist eigentlich egal. Ich meine, das ist ja dann schon mal gut, dass man den lebend gefasst hat sozusagen, ne? Na gut, ob man so jemanden lebend fassen muss. Oder vielleicht wollte der ja auch, gar nicht ums Leben kommen, wollte der Christchurch-Attentäter ja auch nicht. Der hat sich ja dann auch festnehmen lassen. Und weil der ja bei Gericht auch noch seine Propaganda verbreiten wollte. Das muss man auch noch, das ist schon alles verrückt. Erzähl mal weiter, ja. Entschuldigung. Na, die Frage, die mich dann schon mehr die ganze Zeit beschäftigt, wenn man dann immer die Thematik aufwirft, wir müssen mehr dagegen vorgehen und so weiter und so fort, aber wie will man das denn machen? Wie will man denn vor solchen Aktionen präventiv, wenn von heute auf morgen jemand das in den Sinn kommt, ach, ich besorge mir jetzt eine Waffe, wie der da rangekommen ist, lasse ich jetzt auch mal offen. Aber was will man denn machen? Man kann ja nicht vorsätzlich, nur weil man denkt, er könnte vielleicht, kannst du den ja auch nicht einsperren vorher. Ja. Ja, das ist eine Frage, die mich schon den ganzen Tag beschäftigt. Was? Man könnte natürlich sagen, ja, wir bräuchten mehr Polizeipräsenz oder aber selbst das. Nee, das hilft alles gar nichts natürlich dabei. Es ist natürlich die Frage, ob der Täter jetzt schon irgendwie vorher bekannt war. Da wird ja sicherlich eine Menge noch rauskommen in den nächsten 24, 48 Stunden. Da weiß man ja jetzt noch nichts großartig, was da die Hintergründe sind, wo der herkommt und ob der schon vorher Polizei bekannt war oder sowas. Ja, bei dem LKW-Fritzen jetzt da gestern, da muss man ja sagen, der war ja vorher schon straffällig geworden in enormen Ausmaß, zumindest von den Dingen, die die Polizei registriert hat. Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Straftaten, die gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Bin mal gespannt, was bei dem rauskommt. Na, ich sag mal, da ist ja das Ding, bei Zuwanderern kann man ja immer noch sagen, wenn man da was im Busch hat oder da verdächtigt, sagt man, okay, der bekommt kein Aufenthaltsrecht, der wird dann wieder aus dem Land geführt. Genau. Ja, das ist bei Deutschen natürlich ein bisschen schwierig, da zu sagen, ja, auch wenn jetzt hier immer dieser Standardspruch, ja, ich kann auch nicht mehr an den Nazis raus und so, wohin denn? Ja, du kannst ja einen deutschen Staatsbürger nicht einfach nach Afghanistan schicken, weil du gerade Lust drauf hast. Da die Präventivmaßnahmen ergreifen, um aber gleichzeitig auf dem rechtsstaatlichen Weg zu bleiben, weil wer von uns will denn jetzt hier noch mehr Zensur oder noch mehr Überwachung? Nein. Das schneidet ja irgendwann letztlich auch in unser eigenes Fleisch. Ne? Genau, so ist es. Will keiner. Da ist die Frage, wie kann man sich davor überhaupt schützen? Das ist die Möglichkeit, Ich glaube, da kann man sich gar nicht davor schützen, aber es wird natürlich überlegt werden, jetzt mehr Überwachung, Vorratsdatenspeicherung wird kommen, Waffengesetz müssen verstärkt werden und, also alles, was den normalen Bürger eigentlich trifft. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich eine ganze Palette kommen von Maßnahmen, die man jetzt wieder versucht durchzudrücken. Und wart noch zwei, drei Tage, dann ist die Palette, dann ist der Wunschzettel, ist dann da wieder.
Ja, ich bin das auch so jetzt übertrieben gesagt, ich weiß, es wird aufgezeichnet, vielleicht hört der BND auch gerade mit, ja. Aber wenn mir jetzt als unbescholtener Bürger oder mir kommt das jetzt einfach im Sinn, ich kriege einen Rappel im Kopf oder warum auch immer, und jetzt fahre ich mal schnell hier über Ostdeutschland, über die Grenze drüber, Polen, Tschechien, da findest du ja auf dem Markt ja alles mögliche an Waffen, ja, wenn du so ein bisschen ins Dorf rausfährst, auf dem Flohmarkt, so, du holst dir eine Waffe, kommst hierher und fängst dann einen Abend an, irgendwo bei einem Asylbewerberheim oder irgendwo um dich zu, sowas, ja, man kann es wahrscheinlich hundertprozentig nicht. Ja, nein, wenn die, pass auf, wenn die Grenzen offen sind, erinnere dich an den Bundespolizisten, den wir Ende August hier in der Sendung hatten, der erzählt hat, wie oft jetzt an der Grenze plötzlich PKWs kontrolliert werden und die sind voll mit Waffen. Und naja gut, dann wird der rausgezogen, Ende. Der hat ja gesagt, erzählt, dass der Waffenschmuggel viel, viel mehr zugenommen hat. Der geht nicht unbedingt nach Deutschland rein, sondern durch Deutschland, wiederum in andere Länder. Also wenn du nicht jedes Auto an der Grenze kontrollierst und wieder Sicherheitsmaßnahmen einführst, wie damals im Kalten Krieg, dann muss man sich nicht wundern. Ja, nee. Und natürlich wird keiner wird jetzt bei der Diskussion sagen, ja, wir müssen jetzt die Grenzen besser schützen, damit die Waffen draußen bleiben. Das wird keiner sagen. Na, das ist rassistisch. Das ist, ja, wir wissen ja, wohin das führt. Ja, ja. Sobald man sagt Grenzen sichern, ist man ja gleich wieder böse. Direkt in dem Schiene. Ja, dieses typische. Ja, dahingehend, ich fand das jetzt auch, um jetzt das letzte Thema anzuschneiden, als der Haldenwang, unser quasi neuer Bundesverfassungsschutzminister, meinte, ja, wir müssen noch mehr Ämter einführen, noch mehr Kampf gegen Rechte, noch mal mehr Geld reinstecken. Nur mit welchem Zweck? Es bringt doch nichts, da jetzt zu sagen, wir wissen, es sind, ich glaube, um die 20.000 sind bekannt, schlagt mich jetzt mit den genauen Zahlen. Mhm. Aber selbst wenn die bekannt sind, diese vermeintlich rechtsextrem, du kannst sie ja nicht wegsperren, solange sie noch nichts gemacht haben. Das ist das Problem. Keine Präventivmaßnahmen dafür, und da finde ich es auch Quatsch, dass da immer wieder mehr im Kampf gegen Rechts aufgerufen werden muss, weil was soll das bringen? Ich sehe keinen Sinn darin. Ja, der Sinn ist natürlich jetzt auch, die Politik muss natürlich jetzt wieder Flagge zeigen und zeigen, wir machen jetzt was, das ist klar. Ja, gut. Christian, lassen wir den nächsten rein. Jawohl, danke sehr. Tschüss. Bitte. Ciao. Und unser nächster Anrufer. Hallo, wer ist dran? Ja, hier ist Elmar, hallo. Elmar, hallo, schön. Ja, grüß dich. Ja, weißt du, ich habe heute das nur im Radio gehört und mal so zwischendurch im Internet was drüber gelesen, aber ich habe weitere Videos oder so ist mir nicht angeschaut. Ja. Ich bin ja mittlerweile über die Ü60 drüber, ja. Ja. Und ich bin der Meinung, dass wir irgendwie in einer verrückten Zeit leben, in einer mehr oder weniger unberechenbaren Zeit, ja, wo eben solche Taten, die man jetzt hier heute in Halle erlebt haben oder wie jetzt die Tage in Limburg oder gehen wir noch 3 Jahre zurück, Weihnachtsmarkt in Berlin war ja. Das, ja, wo der da im LKW reingefahren ist und so, diese Dimension, das haben wir alles nicht gekannt. Ja, wir haben, unsere Generation hat mehr oder weniger die 70er Jahre erlebt, da war ich ja noch Jugendlicher, die Anschläge der Bader-Meinhof-Bande und so weiter. Ja. Ja, aber da, im Unterschied zu heute, da hat die Politik ja zusammengehalten. Ja, da haben sich die Politiker, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und wie sie alle hießen, Wischnewski, am einen Tisch gesessen und darüber beraten, ja, wie bekämpfen wir die jetzt nun? Wie kriegen wir das in den Griff? Ja. Letzten Endes haben sie es ja im Griff gekriegt. Und haben auch harte Maßnahmen beschlossen. Und genau, richtig. Sie waren sich einig, sie müssen harte Maßnahmen treffen. Und das haben sie auch mit Erfolg auch durchgeführt. Ich denke immer noch an dem Tag an Mogadischu. Ist dir das ein Begriff? Ja, natürlich, klar. Ja, gell, die Flugzeugentführung Landshut. Mhm. Ja, wie man da so einig war, auch das Volk unter sich, das war einig so, dass man sich gesagt hat, Gott sei Dank, wo die dann befreit wurden und so, die Geiseln, ja, und ein Aufatmen ging durch das ganze Land, hat man doch gespürt, da ist Zusammenhalt, ja, und das heute
fehlt. Ja, die Gesellschaft heute, darauf will ich ja mal hinaus, ist ja gespalten. Hm. Ja, und dieses Attentat heute in Halle ist ja für manche ein gefundenes Fressen. Ja. Der Typ, der weiß ja gar nicht, was er da angerichtet hat. Doch, das weiß der. Das weiß der, gut, mag sein, okay. Aber es ist ihm völlig egal, also. Ja, ich befürchte ja jetzt, ja, dass das jetzt manche für sich ausschlachten und jetzt noch mehr Kampf gegen Recht und so weiter, ja. Mhm. Da werden sich manche Leute vor den Karren spannen lassen. Ja. Also ich persönlich lasse mich davon jetzt gar nicht beeindrucken, weil ich habe bei der Bundestagswahl die AfD gewählt und jetzt bei der Hessenwahl letztes Jahr nicht. Es liegt doch an jedem selbst, sich zu sagen, ich wähle dich jetzt trotzdem. Ja, natürlich. Und, ja. Ich lasse mich doch davon nicht beeinflussen. Und das ist nämlich das Problem, diese Medienlandschaft heute, dass die so einen Einfluss haben, ja, auf die Menschheit, dass die, das ist das erschreckend, dass die Menschheit sich so steuern lässt auch. Ja, verrückt. Ja? Ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Mogadischu zurückkommen, ja, auch wenn das jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Aber da gibt's ja einen Spielfilm und es gibt Dokumentationen und so weiter und so fort, die also auch alles zeigen, der Spielfilm glaube ich auch, wie die Entscheidungen im Kanzleramt und so abgelaufen sind und es gibt Dokumentationen. Ja, ich kann mich da... Ich glaube, ich war bei einer Dokumentation, jetzt nicht der Spielfilm erinnern, dass ich mir dem angeschaut habe und dass das unfassbar beeindruckend war, unter welchem Druck damals die Bundesregierung gestanden ist. Insbesondere der Helmut Schmidt. Ja, da war ja der ganze Terror war ja sowieso in Deutschland präsent, ja. Also ja, das war ja jetzt nicht nur dieser eine Fall, aber diese ganze Befreiung dann der Geiseln und wie die Entscheidung getroffen worden ist und so weiter und so fort. Ja. Jetzt frage ich dich mal, wenn heute sowas wäre, wir haben doch, glaube ich, gar keine Politiker mehr, die sagen, wir setzen uns jetzt zusammen, diskutieren 3 Stunden und dann fallen wir eine Entscheidung über Leben und Tod. Das wird in Deutschland jetzt so ablaufen, es wird monatelang diskutiert, da sind die Geiseln wahrscheinlich in dem Flugzeug, werden schon verhungert. Die werden nicht nur verhungert wahrscheinlich, ja. Die haben ja, die Attentäter damals, die haben ja eine Frist gesetzt. Ja. Ja, und innerhalb dieser Frist musste ja jetzt was passieren, der Einsatz der GSG 9 damals, ja. Ja. Und da würden heute Dutzende Fristen wahrscheinlich verstreichen und die, wenn so eine Situation wie heute wäre, die sind ja heute alle zerstritten. In dem Moment wäre es schon längst zu spät, weil irgendwann sagen die sich, okay, der erfüllt unsere Bedingungen nicht, zack, wir jagen jetzt alles in die Luft, buff, das war's. Ja. So würde dieses Szenario wäre wahrscheinlich eher heute sehr wahrscheinlich. Hm. Ja. Hm. Ja, also man muss sich neu erfinden, sich neu besinnen, dass das so, wie es jetzt ist, so nicht weitergehen kann. Mhm. Weil dann ist es wirklich so, dass wir irgendwann all miteinander die Bach runtergehen. Ja. Und es ist ja ein medialer, ich sag's mal so, ich drück's mal so aus, es ist ja im Prinzip ein medialer Bürgerkrieg, wenn wir das mal so wollen, ja. Mhm. Wenn man die Netzwerke sich anguckt und so, wie sich da die Gruppen sich gegeneinander bekriegen und was man da so liest, ja, wenn man darauf mal zurückkommt, das ist ja schon der hellste Wahnsinn, gell? Da werden, ich kenne da so ein Netzwerk, ich nenne es jetzt hier mal nicht, aber da gibt es halt eine Gruppe, die melden dann ein, was der andere geschrieben hat, wird gemeldet und dann wird das nochmal gemeldet und so weiter, da kommen Fake-Profile da, melden dies und melden das, bis der Beitrag verschwunden ist. Genau. Ja, so läuft das. Und dann ist es so, dass manche sogar so fanatisch sind und dann die Adresse noch rausfinden, dass der eine vielleicht noch eine Firma hat oder so, ja, und dann geht das Spielchen dann weiter. Da gibt's einen Fall, da ging der Betreffende, musste dann zur Polizei gehen und anzeigen, aber Gott sei Dank ist dann sind die gewissen Leute ausgehoben worden da, von der Polizei. Hm. Ja. Also ich will das jetzt nicht so ganz offen machen,
aber ich weiß sowas drüber Bescheid. Aber da sieht man doch, wo das hinführt. Ja, wir haben eine ganz kranke Situation zurzeit und eigentlich erst seit 2015 hat sich das ja unfassbar verschärft. Natürlich. Ich hätte es ja auch, hab schon oft gesagt, gar nicht für möglich gehalten und wer weiß, wo wir dann in 2 oder 3 Jahren sind. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil das, was wir jetzt haben, habe ich mir vor 2 Jahren auch nicht vorstellen können. Mhm. Ja, und jetzt guck doch mal, schauen wir uns mal das Gesetz vom Mars an, dieses Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Ja. Mhm. Wer entscheidet oder sitzt denn dahinter und sagt, das ist hetzerisch und so weiter? Für meine Begriffe macht man Jagd auf kleine Fische. Das ist das Problem. Ja, ja. Und die großen Fische erkennt man nicht. Haben wir ja heute gesehen, was dabei rauskommt. Und Elmar, es ist ja sogar so, erinnere dich dran, vor wenigen Wochen hat die Bundesjustizministerin gefordert, dass dieses Netzwerkdurchleitungsgesetz, ein bescheuerter Name ohne Ende, dass dieses Gesetz ja nochmal verschärft werden soll. Ne? Und das wird jetzt mit Sicherheit in den nächsten Wochen, wird man auch sagen, die Hetze, auch im Internet, Facebook, die sind alle schuld und wir müssen das alles noch viel schlimmer machen. Also es wird jetzt alles, das wird jetzt alles Auftrieb bekommen. Ja, ja, klar. Ein totaler Wahnsinn, sag ich jetzt mal. Ja, 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 ja. Es ist Wahnsinn. Also nur dann frage ich mich, was sollen die Leute dann auch schreien über das schöne Wetter oder was, gell? Ja, genau. Also nur noch belangloses Zeugs. Das ist dann wirklich wie DDR, bloß damals hat man kein Internet gehabt. Ne? Nö. Und das ist verrückte Entwicklung. Nicht, Aber es spricht ja keiner an. Also man darf ja nicht vergessen, die ganzen Medien machen ja auch mit. Jetzt hat ja der Erdogan hat jetzt heute auch seine Offensive da gestartet. Trump hat ihn gedroht. Ne? Der hätte vielleicht die Militär gar nicht abziehen sollen, der Trump. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die deutsche Politik sagt. Wer ist jetzt der Böse? Der Trump wieder? Oder ist es wieder der Erdogan? Beide? Aber deutsche Truppen wollen es auch keine hinschicken. Und Trump, der sollte einfach auch auf die Türken da mal ein paar Bomben schmeißen, damit die wissen, wo der Haken hängt. Also der Trump muss jetzt endlich mal einen Krieg anfangen. Ich sag das jetzt ganz offen, weil der hat jetzt auch schon zu oft den geblufft. Der muss jetzt mal zeigen, wo die Eier hängen. Das hätte man nämlich gerne. Er hat bis jetzt noch keinen Krieg angezettelt. Er macht ja im Prinzip nur eines. Er macht ja nur das, was er vor der Wahl gesagt hat. Genau. Nichts und anderes, das ist schon böse, muss man sich mal vorstellen. Vom Volk gewählt in einer der größten vorbildlichen Demokratien der Welt. Und in Deutschland wird gegen ihn gehetzt, als wenn er Adolf Hitler 2.0 wäre. Völlig egal, dass das Volk ihn gewählt hat. Es ist... Er wird ja völlig schlechten Licht dargestellt. Da muss man halt mal den US-Amerikaner fragen, was haltet ihr von Trump und so weiter. Und dann die Leute, die man da kennt, die reden alle positiv über Brandt. Und so ist es ja auch mit Russland, mit Putin. Ja, genau. Ist das dasselbe? Ganz schlimm. Elmar, ich hole den nächsten Anrufer rein. Ich danke dir, dass du dich gemeldet hast. Ja. Jo. Danke. Mhm. Tschüss. Ja, so, tschüss. Jetzt rufen gar nicht mehr so viele an. Das heißt, das Thema ist eigentlich schon ein bisschen durch. Wer also die Chance noch nutzen will, jetzt ist es gerade ganz günstig. Und der nächste Anrufer, hallo, wer ist dran? Ja, servus, der Bernd ist hier, hallo. Bernd, hallo, wie geht's dir? Hi. Ach, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja. Ja, natürlich heute der nächste Anschlag innerhalb von 2 Tagen. Das ist schon eine sehr verrückte Zeit, in der wir leben anscheinend. Das stimmt allerdings. Bekloppt. Was mich an der ganzen Sache jetzt natürlich enorm stört, ist, dass man jetzt drüber redet, wer welchen Anschlag für sich instrumentalisieren wird. Das ist eigentlich schon schlimm, finde ich, dass das Thema ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass wir überhaupt drüber reden, wer instrumentalisiert welchen Anschlag für sich. Ja, der Punkt ist ja, wenn die AfD etwas instrumentalisiert, dann ist es ja böse, dann heißt es immer, es darf nicht instrumentalisiert werden. Aber ich meine, die AfD wird vorgestern auch für sich reklamieren. Natürlich. Also wir sind ja, das ist auch prinzipiell in Ordnung, nur ich meine, es wird jetzt von der Gegenseite genauso passieren. Das Schlimme ist, dass es genug Anschläge gibt, dass sich jeder einen rauspicken kann. Das ist eigentlich das,
das Dramatische an der Geschichte, finde ich, ne? Also, ich meine, da will ich die AfD, ich bin selber AfD-Wähler, aber ich sage auch, okay, die schlachten das Ding von vorgestern auch volle Hütte aus. Genauso wird es die Gegenseite jetzt heute machen, ne? Mhm. Und das ist halt was, wo ich sage, ob das der richtige Weg zurzeit ist, zu sagen, okay, Mensch, hier ist nochmal ein Anschlag passiert, den übernimmt die linke Seite, hier ist ein Anschlag passiert, den reklamiert die rechte Seite für sich. Na, das ist schon ganz schön pervers, finde ich das. Also, dass das Thema ist, wer hat gerade den besseren Anschlag vor welchen Wahlen. Ja, ja. Das, finde ich, ist ein ganz schön harter Tobak. Also, das mir ist jetzt überhaupt nicht lustig gemeint, aber ne, verstehst du, was ich meine? Ich finde das, ja, dass wir überhaupt so viele Anschläge haben, dass sich jeder einen rauspicken kann und noch genug für alle da sind. Naja, das jetzt in der Sache ist. Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Ja, es ist eine wirklich verrückte Geschichte und ich weiß jetzt wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das mit dem Video, das habe ich ja vor der Sendung, dass der das live gestreamt hat, wusste ich ja vor der Sendung noch gar nicht. Das war jetzt wirklich schon so ein richtiger Schock eigentlich für mich. Nee, das wusste ich auch noch nicht. Das hatte ich auch erst in der Sendung jetzt mitbekommen. Das verändert jetzt von der Sache her für mich jetzt nicht ganz so viel, aber außer, dass er es natürlich enorm geplant hat. Ne? Also da jetzt von irgendeiner Geschichte, die jetzt einfach aus dem Affekt passiert ist, das kann man natürlich ausschließen dann. Aber ich meine, dass ein Verrückter loszieht, ob er es dann streamt oder nicht, ist mir im Endeffekt dann, ich will nicht sagen egal, aber macht jetzt an der Sache, finde ich, auch keinen ganz großen Unterschied, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, dann heißt es vielleicht, dass er noch ein Stück bekloppter ist, wie als wenn er es nicht streamen würde, aber es ist einfach nur verrückt. Ich habe halt echt auch ein bisschen Respekt vor den nächsten Tagen, weil ich sag mal, was hatten wir jetzt? Wir hatten den mutmaßlich islamistischen Anschlag, wir hatten jetzt den mutmaßlich rechten Anschlag, wir haben dazwischen noch die ganzen Klimaverrückten. Also es ist genug Futter für alle da im Moment. Das ist keine ungefährliche Zeit gerade. Ich habe letzten Freitag, glaube ich, noch in der Sendung gesagt, wir haben jetzt so eine Phase, wo es ein bisschen ruhig ist. Na, das wird jetzt dann wahrscheinlich in 1-2 Wochen vor dem Wahlkampf in Thüringen, vor der Entscheidung, etwas wilder werden. Aber ich sag sowas nicht mehr zukünftig. Ja, nee, lieber nicht. Da gebe ich dir recht. Aber ich sage, darum sage ich auch morgen wieder Sondersendung um 19 Uhr, ja, weil wenn ich das jetzt sage, dann passiert morgen nichts. Ja, wir waren ja noch nicht dran. Jetzt haben wir Islamisten, Nazis, mal gucken, wie morgen dann dran ist. Ob sich dann der Jude rächt, ich weiß es nicht, mal schauen. Naja, wollen wir es nicht hoffen. Das glaube ich am allerwenigsten. Das Ding ist halt auch einfach, glaube ich auch am allerwenigsten, um Gottes Willen, war jetzt noch nicht ernst gemeint. Ich meinte damit einfach auch nur, dass wir in einer Zeit jetzt gerade leben, wo natürlich enorm Sprengstoff von allen Seiten jetzt ist. Und wie gesagt, die ganze Geschichte jetzt natürlich noch böser enden kann, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einen ganz großen Einfluss auf die Wahl hat, das meint ihr aber eigentlich schon, ne? Dass das wirklich auch negativ. Also ich glaube schon, dass das was bewirken wird. Also nicht, dass jetzt viele AfD wieder sagen, es wird bestimmt welche geben, die sagen, die kann ich jetzt nicht wählen. Die werden sich da jetzt wieder verängstigt fühlen, aber es wird natürlich vielleicht auch andere. Meinst du eher so die Unentschlossenen, die dann sagen, ich mach's doch nicht, ich bleib jetzt doch nochmal zum 10. Mal bei der CDU oder sowas? Ja, gut, das ist durchaus möglich. Ja. Durchaus möglich. Obwohl, als gesagt, es ist genauso albern, dass jetzt der AfD irgendwie anzuzweiten. Na, natürlich, das ist gar keine Frage. Mein Gott, also dieses Video, ich bin ja gespannt, also das ist ja wirklich der Hammer. Ja, ich werde es mir auch nochmal angucken, glaube ich. Normalerweise gucke ich mir sowas überhaupt nicht gerne an. Hast du schon gesehen? Nee, gar nicht. Ja. Also, ich bin auch eigentlich kein Freund davon, mir sowas anzugucken, aber. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich muss aber dazu sagen, dieses Christchurch-Video, das war gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob weil ich das mir natürlich sehr sachlich angeschaut habe, ja. Mir ist halt auch aufgefallen, es wirkt halt alles auch von der Perspektive der Kamera her wie so ein Computerspiel, ja. Okay. Aber ich habe natürlich das angeschaut, wie ein Kriminalist. Ich habe geschaut, wo langt der hin, was macht der und so weiter und so fort, ja. Okay. Und man hat tatsächlich, wie der Kollege davon das auch schon erzählt hat, gar nicht so richtig, also das, was man so vielleicht im Computerspiel auch sieht, da spritzt das Blut und sonst was, das hat man ja alles gar nicht gesehen, ja. Aber ich würde, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist auch, der ahmt es da ein bisschen nach. Also das glaube ich auch, dass das ein Nachahmer ist. Also allein jetzt mit dem Twitch-Stream und so, das wäre schon ein komischer Zufall. Das glaube ich noch nicht. Twitch hat jetzt ein Riesenproblem. Also das wird bestimmt morgen in Deutschland verboten werden. Also ich hoffe, da passiert was. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich jemand, der Twitch nutzt.
im Normalfall, und das, ich halte das für eine gute Plattform. Das Problem ist, sobald ich eine egal ob das jetzt YouTube, Twitch oder sonstiges ist, sobald jetzt auch ich die Spaß Möglichkeit habe, live zu streamen. Ich bin gegen jede Zensur. Ja. Ich meine nur so, dass sobald ich einfach die Möglichkeit habe, egal auf welcher Plattform etwas live reinzustellen, das werden wir nicht vermeiden können. Das Nein, auch, und das ist auch wichtig, Facebook, dass es solche, YouTube oder sonstiges dass es solche Plattformen gibt. Das ist ja was mit Meinungsfreiheit zu tun, und das hat ja auch was damit zu tun, um eben auch gegen diese ganze Propaganda dagegen zu halten. Absolut. Ja, genau. Und sowas zu zensieren, das sowas wird natürlich dann auch missbraucht werden. Ne? Und ja, das weiß man vorher. Ne? Also ja. Ich meine jetzt nicht in dem Ausmaße, aber dass sowas passieren kann oder dass jetzt im Kleineren vielleicht pornografische Sachen drauflaufen oder sonstiges, ich meine, gut, das ist dann halt so ein bisschen. Ja, Porno ist ja schön. Porno ist gut. So, ja, also, ist gut. Bernd, ja, ja. Ich danke, dass du dich gemeldet hast. Danke, tschüss. Na klar, schönen Abend noch. Ne? Ciao. Ja, so, der Nächste, er ist dran, hallo. Hier ist die Conny, hallo. Hallo Conny, ich grüße dich. Ja, ich habe also direkt an dich gedacht, als ich von diesem Anschlag heute gehört habe. Und zwar hattest du ja gestern gesagt. Bin doch kein Nazi. Du hast gestern gesagt, es muss also wirklich erst noch was Schlimmes passieren, bis dann der letzte Schlafmichel wach wird. Ja, aber an sowas Beschissenes habe ich nicht gedacht. Gut, und dann habe ich aber sofort, als ich dann hörte, dass der auch in der Dönerbude da rumgeballert hat, da habe ich sofort gedacht, nee, also das war mit Sicherheit kein Moslem, denn das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum soll der denn auf die eigenen Glaubensbrüder schießen und die da beballern? Da war mir also eigentlich klar, dass das ein Rechter ist, also ein Rechtsextremist. Ja. Und dann habe ich allerdings überlegt, ob das nicht auch im Zusammenhang stehen kann. In den letzten Tagen ist doch da durch die Presse gegangen, dass wieder so Einsätze sind in Nazi-Wohnungen oder bei den Rechten. Ja. Da waren noch so Einsätze von der Polizei. Da habe ich gedacht, ob das jetzt so eine Retourkutsche ist, dass der gedacht hat, ich habe das zwar sowieso vorgehabt, aber wenn die uns jetzt hier schon wieder belästigen, sage ich jetzt mal, mit ihren Einsätzen, dann lege ich jetzt mal richtig los und zeige denen mal, wo der Hammer hängt. Ja. Also war so direkt meine Idee, dass da vielleicht auch irgendwas sein konnte. Aber mittlerweile weiß man ja, das ist ja also wirklich ein Rechtsextremist, ne? So was man jetzt da so rausgehört hat bei der Bild-Zeitung. Mhm. Und ich finde das also ganz furchtbar. Ich kann das sowieso nicht verstehen, warum da jetzt in Deutschland Kindergärten der Juden und Schulen, jüdische Schulen und sonst was da alles bewacht werden muss. Also wer will diesen Menschen Böses tun? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ja, und auch wenn man immer gehört hat, es finden so viele rechtsextremistische Anschläge statt. Also ich habe da bisher so gut wie nichts von gehört. Da habe ich immer gedacht, das wäre nur Propaganda. Aber allem Anschein nach ist das ja wirklich so, dass die Rechten da... Naja, so viele jetzt nicht, aber das ist ja jetzt ein Riesending. Ja, ja? Eben, ne? Und ich mache mir gar nicht ausmalen, wenn ich demnächst in den nächsten Bundestagsdebatten da einschalte, was wir da wieder hören müssen. Ja. Ne? Von wegen, die AfD darf sich nicht als bürgerliche Partei bezeichnen. Durch ihre Politik würde sie solche Dinge manifestieren, natürlich. Und das so aufrufen. Also ja. Schrecklich. Ganz schlimm. Das wird. Ne? Und auch jetzt gerade vor der Thüringen-Wahl. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Prozente da jetzt wieder verloren gehen. Und die waren doch eigentlich auf einem relativ guten Weg. Ne? Und das wird denen jetzt aber alles zugeschrieben. Und das finde ich also unmöglich irgendwie. Man versteht es einfach nicht mehr, ne? Ja, das ist alles jetzt wirklich Wahnsinn. Also das ist jetzt... Ja, und dieses Video möchte ich mir eigentlich gar nicht ansehen, ganz ehrlich gesagt. Weil wenn man dann sieht, wie Menschen da getötet werden und abgeschossen werden, also das ist ja schrecklich. Auch diese Frau, die hat das ja dann mitgekriegt, wie der die Waffe auf sie gerichtet hat und also wie ein Mensch überhaupt sowas machen kann und solche Grenze überschreiten kann. Ich habe das nicht gesehen. Also der Christchurch-Attentäter hat die eine Frau jedenfalls auf der Straße, der dann hinterhergelaufen ist, glaube ich noch, die hat er so von hinten erschossen. Ne? Also aber ja, das ist jetzt alles eigentlich völlig egal, ob von hinten oder von vorne, das macht jetzt keinen großen Unterschied, würde ich mal sagen. Nee. Ja. Ja, warten wir mal ab, was da in den nächsten Tagen noch auf uns zukommt. Das wollte ich nur so mal Bescheid geben, oder? Verkünden, sag ich jetzt mal. Ja, Mensch, Conny, schön, deine Stimme wieder zu hören. Warst du, glaube ich, auch schon länger nicht mehr dabei, ne? Aber trotzdem. Ja, aber ich höre immer zu. Das ist, hast ja gehört. Gestern habe ich gehört und ich höre jeden Freitag und das gehört für mich also dazu. Und dann und fühlt auch, man sich auch gut aufgehoben unter Gleichgesinnten. Und auch nächsten Dienstag. Den nächsten Dienstag ist ja der Stürzenberger hier. Der kommt hier zum Kreuzverhör. Der wird an einen Stuhl gefesselt, kriegt Stromschläge. Ja. Der wird immer richtig durch die Mangel genommen. Nein, aber der wird eine Menge... Den habe ich also heute in München gesehen. Das war eine Katastrophe.
Was? Also eine einzige Katastrophe. Da hat sich eine hingestellt, ihr habt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Oh, also Gott. Bestimmt zwei Stunden. Laut und aufsässig und also das, was der arme Kerl da mitmachen muss, also totaler Wahnsinn. Respekt. Ja. Und diese ganzen Dinge, das werden wir am Dienstag besprechen, das wird auch eine ganz, ganz tolle Sendung, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja. Ja. Habe ich mir schon bei meiner Alexa notiert, die muss mich erinnern, damit ich das bloß nicht verpasse. Ja, und Freitag wird es natürlich auch, auf alle Fälle am Freitag wird es um 21 Uhr wieder eine spannende Sendung hier werden. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das noch schaffe bis Freitag. Ich wollte ja, habe ja angekündigt, dass es neue Informationen in dem Betrugs, was heißt Betrugsfall, in diesem Lügenfall Angel gibt von der Justiz, ja. Ich habe aber jetzt heute, ist Radio schon eins und ich auch schon massiv bedroht worden, muss ich sagen, aus dieser Ecke. Es wird also jetzt richtig spannend, das wird also immer geiler, die ganze Geschichte. Oh mein Gott. Und aber das, da wird's, werden wir euch morgen wahrscheinlich mal darüber auf unserer Internetseite unter News informieren. Was da genau vorläuft. Also es läuft also jetzt da, dass ich jetzt das angekündigt habe, dass da jetzt neue Informationen von der Justiz kommen, das hat jetzt wohl bei einigen die Sicherungen durchbrennen lassen. Oh Mann. Ja, Wahnsinn. Aber wir bleiben da dran. Wir kämpfen für die Information, für die Wahrheit und das wird auch so bleiben bis zum letzten Atemzug. Ende. Also mir war die sowieso von Anfang an suspekt, weil ich habe gedacht, das kann die sich gar nicht leisten. Ich bin war selbst Behördenangestellte und auch wenn sie sich jetzt nicht so zu erkennen gegeben hat, aber so würde man sich nicht äußern. Ja, ich glaube ja jetzt. Die Gefahr, dass man da erkannt wird, ist viel zu groß. Der wird auf alle Fälle der Prozess gemacht werden, also weil es läuft ja ein Ermittlungsverfahren gegen die. Und wahrscheinlich kommt raus, dass die eine Hartz-IV-Empfänger Frau ist mit 150 Kilo und drei Kindern. wir werden es feststellen, aber wartet mal ab, was da jetzt noch kommt. Richtig tun wollen, ne? Also über ein paar Wochen lang, ne? Es kommt, wie gesagt, nochmal ein Riesenknaller und ich bin gespannt. Ja. Ich bin dabei. Ich auch. Mittendrin, okay, statt nur dabei. Conny, ich danke dir. Ja. Und wünsche dir eine schöne Nacht und einen schönen Abend noch, ne? Okay, und bleib am Ball, ne? Ich bleib am Ball. Danke sehr. Tschüss, ciao. So, also, da machen wir mal Schluss für heute. Mensch, zwei Sondersendungen hintereinander. Und am Freitag die nächste. Und am Dienstag schon die nächste sozusagen. Also freut euch drauf, am 15.10. ist es, und zwar schon um 20 Uhr, das ist der nächste Dienstag, unbedingt einschalten. Ich muss auch nochmal darauf hinweisen, abonniert unseren Telegram-Kanal, dann können wir euch immer blitzschnell über solche wichtigen Dinge wie die heutige Sondersendung informieren. Wie das geht, findet ihr auf den YouTube-Kanälen in der Beschreibung, auf dem Facebook-Kanal in der Beschreibung. Oder ihr geht auf unsere Internetseite radiodeutschland1.com. Wenn ihr dort in dem Bereich links oben unter Info geht, könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, könnt unseren Telegram-Kanal informieren. Dann seid ihr immer top informiert. So, jetzt wünsche ich euch was. Ich schau mal, ich hoffe, ihr habt, wenn ihr noch wissen wollt, was nach der letzten Freitagssendung passiert ist, da ist auch einiges passiert, muss ich sagen. Findet ihr auch dazu die Informationen auf unserer Internetseite, wenn ihr auf News klickt. Das solltet ihr euch mal durchlesen, sehr interessant und spannend. Und jetzt werde ich mal hier Schluss machen, mir ein Bierchen aufmachen und mal schauen, ob schon die nächsten Droh-E-Mails da sind. Und dann halte ich euch da auf alle Fälle am Freitag auf den Laufenden. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Tschüssi.